So, funktioniert's? Ja. Herzlich willkommen zur Buchveröffentlichung von Commons für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Das Buch wird von Silke Helfrich und der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben. 90 Autoren haben dazu beigetragen insgesamt, von denen glaube ich auch der oder die eine andere heute Abend hier ist. Silke Helfrich ist freie Publizistin. Sie hat das Mittelamerika-Büro von der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet in den 90er Jahren. Sie hat das Buch »Was mehr wird, wenn wir teilen« von Elinor Ostrom herausgebracht. Elinor Ostrom ist Nobelpreisträgerin, die erste Frau im Bereich Wirtschaft. Und Silke Helfrich betreibt unter anderem den Commons-Blog für alle, die sich nachher mal sich vertiefen wollen in dem Thema. Jetzt werde ich Sie gleich ans Mikrofon bitten. Nur eins kurz vorweg hier, das Bild zur Einführung. Das ist auch am Anfang des Buches. Man sieht eindeutig zwei Männergesichter, die sich angucken. Wenn man jetzt mal den Blick schärft auf den Zwischenraum, kann man eine Vase entdecken. Das dauert manchmal ein bisschen, wie eine optische Täuschung. So ähnlich verhält es sich mit den Commons. Man kann sich selbst trainieren, sie zu sehen. Als ich jetzt vor 10 Tagen das Buch zum ersten Mal in die Hand bekommen habe für diese Moderation, habe ich seither mehr und mehr gemerkt, dass Commons wie eine Brille ist, die man aufsetzen kann, um unter die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Phänomene da unter neuer Perspektive zu betrachten. Der Begriff Commons bezeichnet nämlich nicht nur die gegenständlichen Allgemeingüter, wie man es ursprünglich übersetzen würde aus dem Englischen, sondern die vorhergehende Entscheidung, was Allgemeingüter sind oder was sie sein sollten und wie wir damit umgehen. Und es ist somit es ist eine Lebenseinstellung eigentlich. Es geht um zwischenmenschliche Verhandlungen, um neue Vereinbarungen, um eine soziale Praxis. Es geht auch um ein Weltbild, in dem der Mensch nicht vorwiegend als effizient arbeitendes Lebewesen gedacht wird, das profitorientiert vorwiegend handelt, sondern als jemand, dem man viel mehr Vertrauen eigentlich zusprechen kann. Und das ist, glaube ich, das Starke an diesem Buch und an der Commons-Praxis. So, für alles Weitere, für mehr Details, bitte ich jetzt Silke aufs Podium. Danke. Ja, das ist Premiere heute, obwohl ich hier schon öfter geredet habe, aber ich habe auch hier schon ein Buch vorgestellt. Aber das ist tatsächlich für mich jedes Mal wieder so aufregend wie beim ersten Mal. Und insbesondere, wenn ich in dieser wahnsinnigen Verantwortung bin, die Arbeit von 90 Menschen plus hier vorzustellen, würde ich so vertreten sozusagen. Und diese doppelte Verantwortung, einen kleinen Einblick noch in die Commons zu geben und gleichzeitig sie ein bisschen durch das Buch zu führen, so dass sie wissen, was sie erwartet, wenn sie es mit nach Hause nehmen wollen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt einfach in dieser Kopplung gut hinkriege immer. Das ist das Konzept des Vortrags, immer ein Stück zu zeigen, was passiert da im Buch, warum ist es so strukturiert, wie es strukturiert ist, und ein paar Einblicke in diese Idee der Commons und in die Commons als soziale Praxis und als institutionelle Vielfalt zu geben. Das hier kennen wir alle. Das ist auch was wahrscheinlich, was wir alle sehr gern tun. Wir befriedigen eigentlich immer ganz gerne unsere Bedürfnisse. Kurz und gut, wir laufen gerne da lang, wo es uns am schlausten erscheint, auf den Trampelpfaden. Das nennt sich im Englischen Desire Lines. Und es geht genau darum, und das hat die Stadtplanung und Landschaftsplanung schon erkannt, dass man möglichst, bevor man was baut und Wege anlegt, über die Desire Lines nachdenkt, um über die Bedürfnisse. Und das ist eigentlich auch das, was im Zentrum des ersten Kapitels steht. Ich hoffe jetzt, ich habe mich sehr bemüht,
das so auf die Folien zu kriegen, dass Sie ein bisschen was davon lesen können. Es geht immer nur darum, dass Sie sozusagen die Kapitelstruktur erkennen. Da sind wir im ersten Kapitel, Commons, ein Paradigmenwechsel, wo Sie sozusagen mit hineingenommen werden in die Denke, die wir alle 90 in extremer Unterschiedlichkeit aus sehr unterschiedlichen Ländern, aus sehr unterschiedlichen Communities, aber doch, die wir alle gemeinsam haben. Dass es immer um die Frage geht, was können wir teilen und wie können wir am besten unsere Bedürfnisse befriedigen. Und Stefan Meritz, einer unserer Autoren, Berliner, ist aber leider heute nicht da, sagt, das ist der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt der Commons-Debatte ist, sind die Bedürfnisse der Beteiligten. Und die sind immer verschieden. Das ist jetzt eine Banalität, aber das macht es eben auch ganz schön kompliziert. Stefan Meritz spricht in seinem Beitrag von einer strukturellen Gemeinschaftlichkeit, die den Commons innewohnt. Und wenn Sie das ein bisschen nachlesen wollen, dann kann ich Ihnen nur seinen Artikel ans Herz legen. Und was passiert, wenn man sozusagen an diesen Desire Lines vorbei plant, das zeigt unter anderem Josh Tenenberg aus den USA. Und er erzählt uns sehr viele Geschichten aus aller Welt, weil er über die Frage von Technik und Commons nachdenkt. Und hier unter anderem berichtet er von der Errichtung dieser Romin, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Tore in Indonesien, als man versucht hat, die traditionellen Wasserteiler durch etwas Effizientes zu ersetzen. Die traditionellen Wasserteiler hatten aber, und wer sich ein bisschen sozusagen in der Region auskennt, ich sag mal, der kleine Bereich zwischen Türkei und China, der weiß, dass es das überall gibt, diese traditionellen Wasserteiler, deren Positionen immer so sichtbar und so unterschiedlich waren, dass man immer genau sehen konnte, ob die zugeteilte Menge Wasser sozusagen dem Plan und dem, was auch verfügbar ist, entspricht. Wir haben ja auch in Mitteleuropa noch so traditionelle Wasserverteilsysteme. Wer ein bisschen sich in den Alpen auskennt, der weiß, dass die da Wale heißen, mit Doppel-A. Und was ist passiert? Obwohl die Regierung 55 Millionen US-Dollar investiert hatte in diese Romin-Tore, wurde die neue Bewässerungstechnik von den Bauern sofort wieder herausgerissen, sobald ihnen das gefahrlos möglich schien. Und das zentrale Problem, was Tenenberg da ausmacht, ist eigentlich, dass die Transparenz fehlte. Das, was die Bauern früher nachvollziehen konnten, was sie sehen konnten, wo fließt welches Wasser hin und entspricht es dem, was verfügbar ist und was wir miteinander entschieden haben, war plötzlich weg hinter diesen Staumauern. Und von solchen falschen Grundannahmen auszugehen, also dass man die Dinge effizient organisieren kann und dass die Experten sozusagen schon wissen, wie es geht, ist ja was, was wir in der Welt ganz häufig antreffen, falsch. Eine andere falsche Grundannahme ist eben diese, oder zumindest eine hinkende, eine verkürzte, der Mensch sei ein Homo economicus. Dabei gibt es das, was die Wissenschaft als Gummibärcheneffekt kennt. Kennen Sie den? Der Gummibärcheneffekt, das ist so. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Kindergarten und erzählen eine total spannende Piratengeschichte. Und dann fangen, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die in dem Buch referiert wird, von der Autorin Friederike Habermann, und die bezieht sich auf Thomaselle und Warnecke, die hier an der Uni Leipzig forschen. Also, und die sagen, stellen Sie sich das vor, Sie haben im Kindergarten eine Geschichte, die den Kindern erzählt wird über Piraten und Schiffe und schmücken das wunderbar aus, und die Kinder fangen an, ganz eifrig zu malen und sehr kunstvolle, bunte Bilder zu malen, und dann werden die besten Bilder mit den Gummibärchen belohnt. Und da gibt es die Künstlertypen und die Unternehmertypen. Und die Unternehmertypen finden das ziemlich cool mit den Gummibärchen und die Künstlertypen nicht so. Aber in der zweiten Runde häufen sich dann die Gummibärchenberge. Das werden immer mehr, und dann fangen die Künstlertypen auch an, auf diese Gummibärchenberge zu schielen. Und in der dritten Runde, so schreibt Friederike Habermann, werden die Bilder dann nach dem Motto Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht produziert. Der Homo economicus, und sie hat promoviert zu diesem Thema, der Homo economicus ist das, was sie täglich lernen. Durch, und da bezieht sie sich auf Richard David Precht, den doch recht bekannten Philosophen, der Charles Darwin da paraphrasiert, eigentlich ist das, was da stattfindet, sowas wie kapitalistische Zuchtwahl.
Und das Problem ist nun, dass so eine Grundannahme, wie vom Homo economicus, sozusagen sich zu einer handfesten Theorie ausgewachsen hat. Unser Menschenbild, unsere Wirtschaftsgeografie, das, was in der Uni gelehrt wird, in der Volkswirtschaftslehre, die Frage, wie wir Rechte festlegen, die Entscheidungstheorie, die Eigentumsfrage, all dies sozusagen wird ausgerichtet an diesem Menschenbild. Und dazu hat unter anderem dieser Mann beigetragen, der recht häufig zitiert wird. Ich kann mich gut erinnern, dass der Lektor bei der 147. Nennung von Garrett Hardin sagte, können wir den jetzt nicht mal streichen? Garrett Hardin, kennen Sie den? Ich versuche bei solchen Fragen immer zu testen, welches Publikum ich vor mir habe, weil Sie sind ja im Vorteil, Sie haben was über mich gehört, aber ich nichts über Sie. Also gut, gehen wir mal davon aus, die meisten kennen Garrett Hardin, was auch sehr wahrscheinlich ist, weil er einen der meistzitiertesten Aufsätze der Sozialwissenschaften der letzten 40 Jahre geschrieben hat, und zwar The Tragedy of the Commons. Ein Zeichen dafür, dass das so ein bedeutungsvoller Aufsatz ist, ist schon allein, dass er eben als Titelaufsatz in der Wissenschaftszeitschrift Science erschienen ist. Und er ist auch so machtvoll geworden, weil er eigentlich eine alte Geschichte, also die des Homo economicus, des individuellen Nutzenmaximierers, so machtvoll ins Bild setzt. Indem er eben erzählt, stellen Sie sich eine Gemeindeweide vor, wo alle ihre Schafe drauf treiben können. Diese Geschichte erzähle ich immer, weil wir das übertragen können in die Art, wie wir andere Phänomene im Leben sehen, bewerten und einordnen. Also stellen Sie sich diese Gemeindeweide vor, wo jeder seine Schafe drauf treiben kann und jeder denkt, wenn ich morgen etwas mehr Wolle und Fleisch zum Markt tragen kann, dann bin ich ein gemachter Mann. Jeder denkt das Gleiche vor sich hin, jeder maximiert seinen Nutzen vor sich hin und das Ende ist sozusagen voraussehbar, die überweidete Weide. Und das ist eine der Kernaussagen von Garrett Hardin, der nämlich sagt, diese Übernutzung sei eine Gesetzmäßigkeit. Das ist der erste Teil des Artikels und der zweite Teil beschäftigt sich dann natürlich mit der Frage, wie kommen wir dem bei? Und auch da referiert er eigentlich nur, was in der Menschheitsgeschichte seit mindestens 900 Jahren schon geschehen ist, nämlich man kommt dem bei durch die sogenannte Einhegung der Gemeingüter, die Enclosure of the Commons, auch ein wichtiges Stichwort, das in dem Buch in seinen historischen und ganz modernen Erscheinungsformen erklärt wird. Und diese Einhegung bedeutet zwei Möglichkeiten, entweder die sogenannte unsichtbare Hand des Marktes, ja, regelt das, oder es gibt eine Anordnung, eine externe Kontrolle, ein Staat oder irgendeine Autorität jenseits des Commons und seien es die Berater, die den indonesischen Bauern empfohlen haben, doch jetzt ihre Wasserteile durch Roaming-Tore zu ersetzen. Also irgendeine externe Autorität befindet dann darüber, was gut oder schlecht ist und kontrolliert das auch. Die Einhegung der Gemeingüter findet also immer von beiden Seiten statt. Finden Sie auch, wenn Sie mal auf die Wikipedia gehen und nach diesem Stichwort suchen, finden Sie auch historisch sozusagen die Referenz auf die parlamentarische Einhegung der Commons in Mittelengland. Und da sind wir beim zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel befasst sich genau mit dieser Frage der Einhegung der Gemeingüter, die eigentlich sozusagen eine Konstante der Entwicklung des Kapitalismus ist. Und natürlich auch mit dem Widerstand dagegen. Mit ganz vielen Erfahrungen von Südamerika bis Afrika. Und wie diese Einigung funktioniert, das wissen wir oder sehen wir manchmal sehr einfach, zum Beispiel durch sowas. Aber es gibt auch viele Beiträge in dem Buch, die darauf hinweisen, dass wir sehr genau schauen müssen, wie moderne Technologien genutzt werden. Und wie moderne Technologien letztlich dafür sorgen, dass Dinge sozusagen nur in Waren verwandelt werden und damit einigen wenigen zur Verfügung stehen oder eben weiter der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Wir haben ja immer die Option, wir können proprietäre Software benutzen und da benutzen wir Software als Ware, wir können freie Software benutzen und da benutzen wir Software als Commons. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Technologische Einhegungen, wie beispielsweise Kopierschutzmechanismen, die wir eben auch im Bereich von Saatgut finden, diese sogenannten Gurttechnologien, ja, die sozusagen genetisch
das Saatgut so manipulieren, dass deren Keimfähigkeit unterbunden wird oder dass deren natürlicher Entwicklungsprozess verändert wird, sodass die zweite, dritte, vierte Ernte eben nicht mehr so viel, eigentlich bei jeglichem Hybridsaatgut ist das der Fall, nicht mehr so viel abwirft. Das kann man eigentlich auch verstehen als Kopierschutzmechanismen im Saatgutbereich. Zweck? Relativ einfach. Sie trennen quasi die Bauern von ihrer Kontrolle über das Saatgut, sodass sie im nächsten Jahr, im nächsten Zyklus, das Saatgut wieder auf dem Markt kaufen müssen. Und in der Regel ist es so, und das darf man eben auch nicht vergessen, deswegen ist auch sozusagen diese Dauerklage Anti-Privatisierung so falsch, weil dann haben wir es plötzlich in öffentlicher Hand, aber es passiert dasselbe. Eine Sache wird in eine Ware verwandelt und eben nicht im Sinne der Allgemeinheit weitergedacht und geschützt. Also die juristischen Prozesse begleiten ganz oft die Gesetze, begleiten, legitimieren, untermauern und ermöglichen ganz oft die Einhegungen der Gemeingüter. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich das Antonym von Einhegung? Und die beantwortet dieser Mann, der den ersten Beitrag aus dem zweiten Kapitel beigesteuert hat, Peter Leinbo, ein Historiker, der auch in Deutschland schon veröffentlicht hat und immer einen ganz scharfen Blick auf die Prozesse von unten und auf die Geschichte wirft und sagt, was passiert da eigentlich in der Beziehung der Menschen zueinander und in der Beziehung der Menschen zu ihren Ressourcen, ihrem Wasser, ihrem Land, ihren Wäldern. Und er kann Ihnen da abenteuerliche Geschichten erzählen. Einige davon finden Sie natürlich auch in dem Buch. Und Peter Leinbo hat wohl einen der wichtigsten Sätze dieser ganzen Debatte geprägt. There is no commons without commoning. Es gibt keine Gemeingüter ohne gemeinsames Tun, ohne gemeinsames Handeln. Oder anders gesagt, es wäre vielleicht besser, wir würden nicht von einem Substantiv reden, sondern eben von einem Verb, weil es immer um einen Prozess geht. Eben das Commoning. Was ist das nun wieder? Ich würde mal sagen, ohne mich jetzt in Details der Beschreibung der Prinzipien des Commonings zu verlieren. Da gibt es eine ganze Menge davon. Was öffentlich war, muss öffentlich bleiben. Diskriminierung innerhalb eines Commons. Iterative Prozesse, also dass sie sozusagen immer wieder miteinander ausprobieren können müssen. Versuch und Irrtum ist ganz wichtig, ne, um die besten Lösungen und Regelungen zu finden. Es gibt also eine ganze Menge Prinzipien. Direkte Kommunikation. Beteiligung aller von einer Ressource Betroffenen an den zu etablierenden Regeln oder am Ändern dieser Regeln. Es gibt also ganz viele Prinzipien des Commoning. Der einzige Punkt, auf den ich aber heute Abend hier hinweisen möchte, ist, dass für mich diese Debatte so wichtig geworden ist, weil es wurde ja vorhin schon gesagt, ich war lange in Mittelamerika und wenn Sie auf diese Prozesse dort gucken, wenn Sie gucken, was mit den Leuten passiert, wenn Sie gucken, was ein Freihandelsvertrag, ein Investitionsabkommen, die WTO, das TRIPS und so weiter dort mit der Realität der Menschen macht, dann werden Sie depressiv und sind am Ende bei aller Solidarität doch froh, dass Sie wieder ein Ticket zurück nach Deutschland haben. Und für mich sozusagen ist diese Lebendigkeit der Commons, aus der ist für mich so klar geworden, dass das Bewusstsein darum, dass die Menschen eigentlich alle Ressourcen haben, um ihre Probleme selber zu lösen, vor allem das konkrete Wissen der Situation vor Ort, über das verfügen und dass es möglich sein muss, dass sie unterstützt werden müssen, darin sozusagen die Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen zu geben, Commoning zu betreiben und Institutionen, die ihre Situation angemessen sind, aufzubauen, das sehe ich vor allem als große Chance. Wir sagen ja immer, Gemeingüter sind nicht, die werden gemacht. Die sind nicht einfach da, die müssen verteidigt werden. Wenn wir jetzt das Wasser zum Beispiel in eine Flasche abfüllen und es auf dem Markt verkaufen, dann ist es eine Ware. Wir könnten das aber einfach auch aus dem Wasserhahn nehmen oder draußen aus einer Quelle. Dann würden wir das Wasser als ein Commons behandeln. Und wenn wir das machen können, wenn wir daraus eine Ware machen können, können wir daraus auch ein Commons machen. Und wenn wir die Commons sehen lernen durch diese Brille, die wir aufsetzen, dann gibt es wieder mehr politische Handlungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist es, was mich an diesem Thema so begeistert. George Poor, einer unserer Autoren aus dem dritten Kapitel, in dem es dann genau darum geht, was sind Beispiele des Commonings weltweit?
Da haben wir am Anfang sehr viele Beispiele aus Deutschland und Europa und im zweiten Teil dann etliche aus aller Welt. Und im vierten Kapitel dann sehr viele Beispiele aus der sogenannten Wissensallmende, also wie gehen wir mit Code, Information und Wissen um. Und George Poor sagt also, die haben in London eine School of Commoning aufgemacht. Commoning in seiner einfachsten Form ist Dinge gemeinsam nutzen und pflegen, damit sie uns als uns Gemeinsames erhalten bleiben. Es ist aber auch der Schritt vom Ich zum Wir, ohne die jeweils individuelle Autonomie aufzugeben. Und da erinnere ich mich an die Buchvorstellung, die wir vor 3 Jahren hier gemacht haben. Und da hat der Reinhard Bütikofer damals noch, der Sprecher der Grünen damals noch, ich hoffe, ich sage den Titel jetzt richtig und blamier mich nicht. Aber jedenfalls hat er sozusagen uns vorgeworfen, dass wir diese Trennung des Kollektiven und Individuellen wieder zugunsten des Kollektiven verschieben. Und ich glaube, da wurde noch gar nicht verstanden oder noch nicht hinreichend transportiert, dass es das eine oder das ohne, dass das eine ohne das andere überhaupt nicht denkbar ist. Commons sind also eine soziale Praxis des Teilens. Des Teilens und des Pflegens. Hier pflege ich gerade den Gedanken, dass mein Gegenüber nicht so rundlich werden sollte und teile mit ihm seinen Kuchen. Sharing und Caring. Und Eline Ostrom, die vorhin schon erwähnt wurde, sagt nun, das funktioniert überall, Commons funktionieren überall. Die haben ja ein eigenes Institut aufgebaut, schon seit 30 Jahren, die Bloomington School. Und die haben sehr, sehr viele Fallstudien gemacht und sich gefragt, was sind denn eigentlich die Dinge, die allen gelingenden Commons-Institutionen gemein sind? Also, wenn welche Bedingungen erfüllt sind, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, ist es dann so, dass die Chance auf nachhaltige Ressourcennutzung größer ist? Das war ihre Frage. Und das Menschenbild, was dahinter liegt, beziehungsweise auch die Erkenntnis, die sich aus dem Vergleich dieser Fallstudien gibt, ist eigentlich erstmal eine ganz einfache, dass die Menschen da alle ihre Schafe auf die Weide treiben, jeder sozusagen kommunikationslos vor sich hin maximiert. Das ist eindeutig nicht der Fall. Menschen kommunizieren miteinander, sie handeln Regeln aus, sie wissen oft selbst am besten, was für sie gut ist und sie sind in der Lage zu kooperieren. Das klingt alles sehr banal, aber es braucht eben Jahrzehnte harter, methodisch, wirklich akribischer Vorgehensweise, um das nochmal festzustellen und sozusagen angesichts des gegenwärtigen Mainstreams auch in der Wissenschaft zu verteidigen und damit letztlich mit dem Nobelpreis geehrt werden. Wie gesagt, wir finden dazu viele Beispiele. Ich muss jetzt mal darüber schielen, wie viel Zeit habe ich denn noch? Oh gut, ich rede einfach weiter. Wir finden dazu viele Beispiele und ich möchte mal nur eins vorstellen aus diesem dritten Kapitel, das vom Mietshäuser-Syndikat, das Stefan Rost beigetragen hat. Kennt jemand das Mietshäuser-Syndikat? Das sind jetzt nicht allzu viele. Dann erkläre ich mal ganz kurz das Prinzip, weil es uns das nämlich auf die Frage der Eigentumsrechte bringt. Das sind die über 50 Projekte, die das Mietshäuser-Syndikat derzeit hat. Nachdem das Buch dann sozusagen in allen Zeitungen war, werden dann noch weitere 50 hinzukommen. Und das Interessante an diesem Projekt ist, man denkt ja immer, Commons, das ist irgendwie sowas wie Genossenschaft oder die Wohngemeinschaft oder irgendwie sowas Kollektives. Und das Interessante an dem Mietshäuser-Syndikat ist nun, bin ich eins zu weit gewesen? Ich lasse es mal da. Da sehen Sie da in der Mitte, die haben das über eine GmbH geregelt. Die sagen, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eigentlich für uns die beste Institution, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich ein Hausprojekt soll Generationen überdauern und das Haus als Gemeingut desgleichen. Das ist die Vision, das ist das gemeinsame Ziel. Und wie machen die das jetzt? Sie kennen vielleicht, ich weiß, hier gibt es ein paar kommunegestellte Menschen so aus den 70er, 80er Jahren, die wahrscheinlich Erfahrung damit haben, dass man sozusagen antritt, was Gemeinsames zu tun und auf einmal ändern sich die Verhältnisse. Plötzlich ist Kreuzberg mitten in Berlin, der Grundstückswert steigt und so weiter. Plötzlich werden die Kinder groß und die haben gewöhnlich ganz andere Ideen als ihre Eltern. Plötzlich wird jemand krank, muss ausziehen oder was auch immer, kurz und gut. Das Projekt sozusagen als solches, diese Idee, wir schaffen Wohneigentum als Gemeineigentum,
gerät in Gefahr. Und wenn aber jetzt das Ziel ist, dass Wohneigentum auch Gemeingut bleibt, dann hat sich das Mietshäuser-Syndikat folgende Konstruktion ausgedacht. Die haben sich überlegt, es wäre doch besser, wenn nicht nur der Hausverein, die Bewohner, die dann vielleicht wegziehen oder Kinder haben oder ihre Meinung ändern, die Eigentümer sind und darüber alleine entscheiden, sondern wenn wir mindestens zwei Gesellschafter haben, sodass es bei wirklich wichtigen Fragen darauf eine Einflussnahme gibt. Bei Hausverkauf beispielsweise, eine Wächterorganisation, in diesem Falle eben das Syndikat, mit darüber redet und mit darüber diskutiert. Das ist auch deswegen wichtig, weil in der Aufbauphase ganz viele Mittel, ganz viel Geld auch aus anderen Projekten, diese Projekte sind sozusagen solidarisch miteinander und da passiert auch ein Mitteltransfer in der Aufbauphase, um die Zinslast möglichst gering zu halten und so weiter, und dass diese Solidarität sozusagen langfristig auch eingelöst wird. Deswegen haben die das Konstrukt Eigentümer in jedem Hausprojekt. Eine umgebaute Kaserne, ein Mehrfamilienhaus, ein Schulprojekt, was auch immer, die sind extrem unterschiedlich. Aber dieses Konstrukt ist bei allen Projekten das gleiche, nämlich die Hausbesitz GmbH besteht aus exakt zwei Gesellschaftern, einerseits dem Hausverein, also die Menschen, die dort leben, und andererseits eben dieser Wächterorganisation. Das heißt, wenn es zu großen politischen, wegweisenden, das Projekt in seiner Essenz verändernden Entscheidungen kommt, dann haben die ein gegenseitiges Vetorecht. Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel dafür, um zu sagen, in den Commons gibt es, Commons ist nicht dasselbe wie Gemeineigentum. In den Commons gibt es ganz viele verschiedene Eigentumsformen, die auch unterschiedlich miteinander kombiniert sind. Wenn Sie in dem Buch mal den Beitrag aus Brasilien suchen, zu den Faxinais im Amazonas, da werden Sie das sehen. Da gibt es also eine unglaubliche Fülle von Kombinationen, wo öffentliches Eigentum mit Gemeineigentum, also Kollektiveigentum, mit Privateigentum der einzelnen Bauern oder Sammler kombiniert ist. Und es ist eigentlich immer so. Es kommt also gar nicht so sehr auf die Frage an, wer ist Eigentümer, sondern was machen die damit? Sind die Prinzipien des Commoning da eingeschrieben? Und das ist auch ein Satz, den Elinor Ostrom nicht müde wird zu betonen. Es gibt keine Patentrezepte, es gibt keine Patentlösung, es gibt keine Patentinstitution für die Commons, sondern es gibt institutionelle Vielfalt. Und deswegen haben die eben diesen Analyse- und Entwicklungsframework, wie heißt das jetzt? Also sozusagen so ein sehr ausgeklügeltes Instrumentarium zur Analyse dieser Institutionen, Institutional Analysis and Development Framework, entwickelt, der von einem sehr sympathischen jungen Kollegen und Studenten an diesem Institut vorgestellt wird, Ryan Conway. Und er erklärt ein bisschen, wie das ganze Instrumentarium funktioniert. Und er erklärt das tatsächlich so, dass er als Beispiel nimmt, die Frage, die alle in den Kommunen der 70er Jahre schon hatten, nämlich, wer bringt eigentlich den Müll runter? Und er erklärt jetzt, also wie sie institutionell analysieren, wer den Müll runterbringt und wie man da also zu Regeln kommt und was der Unterschied zwischen Regeln und Normen ist und so weiter. Also wenn Sie einen Einblick in die Arbeitsweise von Elinor Ostrom haben wollen, dann lohnt sich die Lektüre von Ryan Conway. Und er weist natürlich wie viele andere Autoren auch darauf hin, dass diese sieben berühmten Designprinzipien, die sie auch in ihrer Nobelpreisrede vorgestellt hat, mit denen ich sie heute Abend nicht langweilen will, nur das eine nochmal, das siebente möchte ich nochmal hervorheben, nämlich, dass es ein Mindestmaß staatlicher Anerkennung des Rechtes der Nutzer, ihre eigenen Regeln zu bestimmen, geben muss. Heute früh, als ich das Radio angemacht habe, habe ich gedacht, wenn man das nur ernst nehmen würde, dann wären wir mit Griechenland nicht in der Situation, in der wir heute sind. Gut, wir haben also diese zwei Sachen, Commoning und Designprinzipien für Institutionen. Wenn wir die Prinzipien des Commoning und die Designprinzipien für Institutionen berücksichtigen, dann ist die Welt in Ordnung. Das wäre jedenfalls schön. Das Problem ist, dass das eine verdammt harte Arbeit ist, eine verdammt komplizierte Arbeit, und dass die Commons eben nicht sind wie im Schlaraffenland, wo man dann hingeht und sich in eine Welt, die in Ordnung ist, niederlässt, sondern dass es eher ist wie ein Picknick, wo alle was beitragen müssen und auch die Scherben wieder wegräumen. Diese Beispiele für gelingende Commons-Institutionen, eines möchte ich Ihnen noch vorstellen, und zwar aus dem vierten Kapitel. Du siehst, ich nähere mich, es sind nur fünf.
Also eines möchte ich noch vorstellen, und zwar geht es da um diese Lizenzen. Ich habe ja schon gesagt, dass sich das vierte Kapitel um die Frage dreht, wie gehen wir mit Wissen, Code und Informationen um. Und das ist ja auch eine Herausforderung an die Frage gewesen, wie publizieren wir eigentlich dieses Buch? Und falls Sie es schon mal in der Hand gehabt haben oder vielleicht auch die Ankündigung im Internet gelesen haben, dann werden Sie sicher dieses Zeichen dort gefunden haben. Dieses da. Wer weiß, was das bedeutet? Okay, das ist die große Minderheit. Das ist absolut revolutionär, wie ich finde. Das ist von der Idee her schon um die 30 Jahre alt. Richard Matthew Stallman, der Vordenker und Gründervater sozusagen der freien Softwarebewegung, hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich muss das jetzt sehr verkürzen, weil ich Ihnen nicht die ganze Idee der freien Lizenzen erklären kann. Aber vielleicht das Grundprinzip. Er hat sich darüber Gedanken gemacht, was eigentlich passiert, wenn wir die wichtigsten Produktionsmittel der Zukunft behandeln wie Privateigentum, wegschließen, den Menschen sozusagen nicht erlauben, sie zu nutzen. Das wichtigste Produktionsmittel der Zukunft, Software. Er hat als einer der genialsten Programmierer seiner Zeit die Erfahrung machen müssen, dass er beispielsweise ein Problem an seinem Drucker gerne hätte lösen wollen und es nicht durfte, weil der Quellcode der Software nicht offen lag. Und er hat natürlich gemerkt, dass das überhaupt kein technologisches Problem ist. Also wenn Sie hier so eine Diskussion hören über freie Software und so, dann hat das gar nichts mit Technik zu tun. Also ich bin absolut hilflos ohne jemanden, der mir da Rat geben kann am Computer, aber das zu verstehen, dafür braucht es tatsächlich überhaupt keinen technischen Verstand. Er hat sich also überlegt, kann es nicht auch anders sein, kann es nicht auch so sein, dass wir die Software, die wir schreiben, teilen, verändern können, an unsere eigenen Bedürfnisse anpassen können, denken Sie an die Trampelpfade, und dass wir dann aber auch zur Bedingung machen, dass das, was wir mit allen teilen, nicht von einer Person wieder angeeignet werden kann. Das heißt, wenn du aus der Software Allmende schöpfst, wer aus der Allmende schöpft, muss in die Allmende zurückgeben, wenn du aus der Allmende schöpfst, dann bist du auch verpflichtet, die Software, die du vielleicht verändert hast, vielleicht eine italienische Version erstellt, vielleicht irgendetwas hinzuprogrammiert, dann muss die auch wieder unter einer freien Lizenz stehen. Und so ist aus dem Copyright das Copyleft geworden. Und wir sind, und erst wenn kein Raunen mehr durch den Saal geht, haben wir wirklich einen Großteil der Bevölkerung hinter uns. Ich bin immer ganz erstaunt, ich finde das so genial. Und es ist immer noch so wenig bekannt. Also, kurz noch zurück. Wo waren wir? Copyleft, genau, Copyleft. Copyleft ist also nichts anderes als eine Institution in Legal Hacking. Eine Ausnutzung unserer Urheberrechte zum Nutzen aller. Es ist nicht, wie oft jetzt in dieser hitzigen Debatte behauptet wird, die sind alle gegen das Urheberrecht. Das ist Unsinn. Die sind dafür, dass die Urheberrechte so genutzt werden, dass wir in Zukunft über unsere Produktionsmittel selber entscheiden können. Falls Ihnen das bekannt vorkommt, aus anderen politischen Diskursen, dann wundert mich das nicht. Und dann hat aber dieser junge Mann, Benjamin Mako Hill, der mit Richard Matthew Stallman zusammenarbeitet, in unserem Buch einen Beitrag geschrieben, wo er sagte, wenn uns das so klar war, warum haben wir dann immer sozusagen um die Freiheit der Software und die Lizenzen und all diese Dinge gekämpft? Weil wir irgendwie ein bisschen und völlig übersehen, dass beispielsweise Google das freie Software nutzt und es am Ende doch in die Tasche steckt. Ich sage das jetzt mal sehr salopp. Und er sagt, seine These ist eigentlich, weil wir vergessen haben, dass es nicht um die Freiheit von Software geht. Es geht nicht um den Open-Source-Code an sich. Es geht um die Freiheit der Menschen. Das ist eigentlich die große Botschaft von Richard Stallman. Es geht um die Freiheit der Menschen, um die Entscheidungsfreiheiten, die wir haben. Zum Beispiel das Recht haben zu dürfen, zu teilen. Und ich bringe dieses Zitat jetzt schon fast am Schluss, weil ich denke, dass das noch der dritte wichtige Baustein ist, der uns neben dem Commoning und den Designprinzipien noch fehlt. Dass wir nämlich eine gemeinsame Vision brauchen. Und ich glaube, das ist es, was das Buch versucht. Das Buch versucht, eine Sprache
einzuführen und zu sprechen und durchzuhalten, Gedanken, sehr unterschiedliche Bewegungen, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Realitäten so zusammenzudenken, dass diese Vision einer lebenswerten Welt, in der niemand ausgeschlossen wird, in der die Entfaltung des Einzelnen sozusagen Voraussetzung für die Entfaltung der anderen ist und umgekehrt, die wirklich sozusagen ja, in ein Paradigma zu gießen und auf einen Nenner zu bringen. Und Ryan Conway, der eben diesen Artikel über die Methoden in Ostroms Workshop geschrieben hat, sagt, das ist ja immer so. Ein Problem der kollektiven Ideenbildung muss überwunden werden, bevor Gruppen effektiv zusammenarbeiten können. Das heißt, manchmal ist es so oder in der Regel ist es so, um wirklich miteinander was auf die Beine zu stellen, braucht man eine gemeinsame Vision. Und ich glaube, darum geht es uns in dem Buch, eine gemeinsame Vision einer commons-basierten Welt, eines commons-basierten Handels und vor allem, fünftes Kapitel dann, einer commons-basierten Politik. Und dieses fünfte Kapitel, aber auch die Einleitung, wo wir versuchen, das zu beschreiben, das habe ich mit meinem Kollegen David Bollier gemacht, der jetzt auch in den letzten Zügen liegt, die englische Ausgabe dieses Wälzers fertig zu kriegen. Und auch dort haben wir einen Verlag gefunden, der mit uns im Copyleft publiziert und ein ganz großartiger Partner ist. Und wo wir sagen, der Commons muss Kerngedanke sein von einer Politik, die Bedürfnisse ernst nimmt. Und das haben wir mal versucht zu durchdenken. Was heißt das für die Energiepolitik? Was heißt das für die Landnutzung? Was heißt das für die Frage des Umgangs mit Medikamenten und so weiter und so weiter? Und damit bin ich auch schon am Ende. Ich denke, das ist das, was jeden Politiker abends umtreiben sollte und früh, wenn er aufsteht, auch. Denn zeitlebens sucht jeder Mensch nach Beziehungen, die es ihm ermöglichen, sich gleichzeitig als verbunden und frei zu erleben. Schönen Dank. So, ich könnte noch ewig weiter zuhören. Wir bitten aber jetzt einfach mal zwei Politiker auf die Bühne, und zwar Hermann Ott von Bündnis 90 Die Grünen und Fabio Reinhardt von den Piraten. Und zwar wollen wir uns... Du bleibst auch noch da, Silke. ja, kommt gerne hoch. Jetzt müssen wir eigentlich, genau. Danke, dass ihr der Einladung nachgekommen seid. Ich gehe jetzt mal ins andere. Geht's? Ja. Und zwar möchten wir uns gerne die Commons-Praxis aus der Sicht der beiden Parteien anschauen und andersherum aus der Commons-Praxis, also uns die Parteien anschauen. genau, in beide Richtungen. Hermann Ott, ich sage jetzt einfach mal du, wenn ich darf, weil sonst wäre es ein bisschen unausgeglichen hier. Du bist also von den Grünen, du bist 2009, jetzt muss ich mal gucken, 2009, seit 2009 im Abgeordnetenhaus, im Bundestag und klimapolitischer Sprecher von der Bundestagsfraktion, richtig? Ich sage es mal jetzt ganz kurz, ihr könnt euch dann selber auch noch weiter vorstellen und ergänzen. Fabio Reinhardt von den Piraten, seit 2011 Mitglied im Abgeordnetenhaus, mit dem Hintergrund Integration, Migration und Innenpolitik. Im Abgeordnetenhaus von Berlin. Ihr könnt gerne die Mikrofone auch in die Hand nehmen, wenn euch hört. In medias res würde ich sagen, die Frage ist, könnt ihr mit diesem Ansatz der Commons was anfangen? Inwieweit und wie konkret haben eure Parteien etwas damit zu tun? Du darfst anfangen. Ja, also vielen herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt hier und dass ich hier auf der Bühne sein kann. Wir haben ja jetzt noch keine eigene Stiftung bei den Piraten, das heißt, wir müssen noch so ein bisschen neben euch schmutzen. Ja, also vielen Dank.
Und ich habe jetzt euch, dem Publikum, gegenüber einen großen Vorteil. Und zwar, die Silke hat schon einen großartigen Aufsatz geschrieben mit 14 Seiten darüber, dass die Piraten ja die wahre Cummins-Partei sind. Und ich konnte den schon komplett lesen. Und der ist auch noch nicht öffentlich, das heißt, ihr konntet ihn noch nicht lesen. Warum kann ich das jetzt nicht dementieren? Also, nee, es geht natürlich nicht um die wahre Partei, es geht einfach darum... das Potenzial. Genau. Und die Risiken natürlich auch dabei. Also, ja, ich bin zu der Biografie, brauche ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Seit 2011 sowas wie ein Politiker jetzt hier. Eigentlich offiziell Halbtagspolitiker. Kann man sich... In der anderen Hälfte, ganz kurz. Bin ich auch Politiker, aber... nicht aber, bei den Piraten. Woanders. Genau, da bin ich dann bei den anderen Fraktionen noch und gucke, was die so machen. Nee, kann ich dann nämlich drauf zurückziehen, wenn mich dann jemand... Also wenn Leuten irgendwie Politiker ein komisches Bild erweckt, dann kann ich sagen, ich bin nur Halbtagspolitiker. Also das ist so. Nee, ich bin seit 2007 Mitglied der Piraten und was ich eigentlich am tollsten bei meiner eigenen Partei finde, ist, dass sie schon seit der Gründung auf so einem Selbstfindungstrip ist, der manchmal ein bisschen anstrengend, aber die meiste Zeit dann doch sehr spannend und eigentlich auch sehr auch überraschend positiv verläuft. Also meistens ist es so, dass man in der Partei dann plötzlich irgendwelche Positionen hat und dann merkt, oh stimmt, da stehe ich ja voll hinter, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die man natürlich jetzt über so einen langen Zeitraum nicht voraussehen konnte, aber irgendwie doch immer das Gefühl hatte, das geht in die richtige Richtung. Und in den letzten 1 bis 1,5 Jahren haben einige Leute ganz tolle Aufsätze darüber geschrieben, wie wir eben unsere eigene politische Position finden und gestalten. Das waren unter anderem der Michael Seemann, der Marcel André Cassola und noch einige andere. Die Aufsätze gehen auch immer stärker in das, was auch jetzt bei Silke schon so ein bisschen durchschien. Die Piraten sind eben eine Partei, die sehr stark auf diesen Teilhabeaspekt abzielt, auf allen Ebenen. Ein anderes Stichwort, was dafür genannt wurde, ist Plattformneutralität. Also der Versuch, Hürden und Diskriminierung abzubauen. Und das ist eigentlich auch das, was ich sozusagen in diesen Cummins sehe. Ich sage auch gleich noch dazu, neben den großen Chancen gibt es natürlich auch immer Risiken. Und es gibt auch nicht die eine Cummins-Partei und auch nicht die Partei, die es am besten macht oder am mehr macht als alle anderen, sondern es gibt immer natürlich bestimmte Aspekte, die verwirklicht werden, bestimmte andere Aspekte, die eben noch unterentwickelt sind. Der Findungsprozess wird natürlich auch noch weiter andauern, sonst wäre es, glaube ich, auch ein bisschen unspannend. Und ja, wir sind noch mitten dabei, aber ich glaube, vieles von dem, was Silke eben schon beschrieben hat in ihrem Vortrag, ist, glaube ich, bei uns schon sehr stark in der Diskussion oder zum Teil eben auch schon verwirklicht. Ich denke, ich kann auch viele Beispiele bringen. Ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu konkreteren Sachen. Genau. Die gleiche Frage jetzt nochmal an dich, Hermann. Weil bei den Piraten finde ich schon, dass man auf den ersten Blick eigentlich Parallelen erkennt. Also irgendwie die Verwandtheit. Ja, wie ist denn das mit euch? Ja, hallo erstmal. Also wir sind eine Partei, die seit über 30 Jahren auf der Suche ist nach sich selber und nach den richtigen Antworten. Und das ist manchmal auch sehr unterhaltsam und manchmal ganz schön nervig. Ist ja kein Zufall, dass hier ein Grüner und ein Pirat sitzt, denke ich mal. Ich erinnere mich, ich war, als ich noch am Wuppertal-Institut war, war ich mal bei einer Veranstaltung oder bei einer Reihe von Veranstaltungen, die Silke Helfrich organisiert hatte. Und da fiel mir das dann plötzlich auf, diese Parallelität zwischen den natürlichen Commons, den Allmenden und denen, die wir gerade kreieren. Diese virtuelle Welt, die zweite Welt, die da entsteht und die demnächst so wichtig sein wird wie die erste Welt. Und da fing ich an, darüber nachzudenken. Das muss irgendwie 2007 oder 2008 gewesen sein. Ne? Das heißt, was wir Grünen machen, ist, wir nähern uns dem Thema von dieser Seite der natürlichen Commons. Das ist unser Gründungsthema. Wie können wir die Plünderung dieses Planeten verhindern? Wie können wir dafür sorgen, dass zukünftige Generationen auch noch eine lebens- und menschenwürdige Umwelt haben? Und da habe ich angefangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Dann bin ich wieder komplett davon weggekommen, weil seit Ende 2009 bin ich jetzt im Bundestag und da kommt man nur noch sehr wenig
zum Nachdenken. Ich weiß nicht, wie das im Abgeordnetenhaus ist. Und bin deshalb ganz froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, hier über diese Veranstaltung mich damit wieder ein bisschen zu beschäftigen. Und das tue ich übrigens auch in der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Das war ja ein Vorschlag von uns Grünen, dass wir sowas machen in der im Bundestag. Reinhard Loske eigentlich, das war derjenige, der das mal vorgeschlagen hatte. Und ich dachte dann erst, nee, bloß nicht, sowas dürfen wir nicht machen. Denn die Gefahr ist groß, dass es da vier strukturkonservative Parteien gibt, zwei von links, zwei von rechts. Und die sind sich alle einig, ja, wir brauchen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann gibt es uns in der Mitte und uns zerreißt, uns haut es richtig auseinander, weil wir da keine eindeutige Meinung haben. Dann wurde ich beruhigt und mir wurde gesagt, okay, die ganzen Prozesse dauern so lange und das ist alles so langsam. In der Zwischenzeit finden wir unsere Position und machen wir, wir sind also früher fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn wir dann sowas machen, dann will ich aber dabei sein. Und das bin ich auch und leite auch eine Projektgruppe dort. Wir haben heute sehr passend unseren Zwischenbericht vorgelegt, wo es um Ressourcenverbrauch und Entkopplung vom Wirtschaften geht. Denn das ist, meine ich, die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts. Wie, in welcher Form können wir wirtschaften, also einen Austausch mit der Natur, mit der Erde pflegen, der garantiert, dass die Erde, dass der Wirt, also das, was uns ernährt, das, was uns hält, dabei nicht vor die Hunde geht, sondern dass auch unsere Nachkommen noch etwas davon haben. Und das ist im Kern eben diese Allmende-Problematik. Und wenn Sie es nachlesen wollen, ist auf meiner Webseite, aber auch auf der Webseite des Bundestages, ist dieser Zwischenbericht zu bekommen. Am Ende landet man doch wieder dann bei der Allmende-Problematik. Denn gerade bei den großen Problemen, ob das Klimawandel ist, ob das Biodiversität ist, ob das die Meere sind, landet man wieder bei der Problematik. Niemand kann vom Gebrauch, vom Nutzen ausgeschlossen werden. Da wird noch teilweise die Unterscheidung gemacht zwischen Almenden und öffentlichen Gütern. Almenden sind die, die endlich sind, also wo dann eine Rivalität im Konsum besteht. Also gleicher Zugang ist dasselbe, aber auf der einen Seite bei den Almenden gibt es eben die Rivalität und bei den globalen öffentlichen Gütern gibt es keine. Aber die Unterscheidung brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht machen. Tatsache ist, es braucht eine besondere Anstrengung, weil niemand vom Gebrauch und vom Nutzen ausgeschlossen werden kann. Jeder kann sein Feuerchen machen, jeder kann irgendwie fossile Brennstoffe aus dem Boden holen und die nach Belieben verfeuern. Das heißt, eine irre Herausforderung an unsere Koordinations- und Kooperationsfähigkeit. Und was das mit uns macht, ich habe mal in England studiert und da musste ich erfahren, dass es Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr 250 Todesstrafen gab, also Delikte in England gab, die mit der Todesstrafe bedroht waren. Und fast alle von denen waren Eigentumsdelikte. Was war denn da passiert? Im Zuge der Industrialisierung hatten sich ganz neue Formen der Produktion und von Eigentum deshalb eben auch herausgebildet. Plötzlich war es so, dass man Eigentum von etwas haben konnte, von dem man gar nicht wusste, dass man es hatte. Ist heute noch unter Juristen ein beliebtes Anschauungsbeispiel. Früher war es so, das Eigentum musste man natürlich kennen, musste wissen, man musste auch eigentlich wissen, wo es ist. Und plötzlich gab es Produktionsmittel, von denen der Fabrikbesitzer gar nicht wusste, dass er sie hat, aber trotzdem Eigentum daran. Aber viele Leute haben das natürlich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie viele dann dadurch zu Tode gekommen ist, weil sie diese Unterscheidung noch nicht kannten, diese neue Form von Eigentum. Aber klar ist, dass es wahnsinnig schwer war, das überhaupt durchzusetzen. Und was wir heute doch versuchen, ist eine Art neue, wir geben dem Ganzen einen neuen Spin, wir schaffen neue Werte, nämlich diese Commons, wo klar ist, es gehört keinem, es sollte so behandelt werden, zum dass Teil alle es nutzen können. Gehören sie ja heute Leuten, also zum Teil sind sie ja aufgeteilt. Ja, aber die Erde gehört keinem. Ja, wenn man sozusagen die Erde als die Allmende nimmt, dann gehört sie keinem. Aber es liegt verdammt nochmal an uns,
ob wir damit in einer Art und Weise umgehen, dass diese Ressource und dass dieser Lebensraum überhaupt erhalten bleibt. Das Interessante jetzt aber auch nochmal an den Commons ist ja, dass es eben jetzt auch in dem Buch um eine, eigentlich um eine Politik geht, die jenseits von öffentlich und privat, von Staat und Markt ist. Und das, darauf würde ich gerne nochmal jetzt zurückkommen, weil wir normalerweise, wenn man darüber redet, über die Übernutzung von Ressourcen, geht gleich einher damit die Regulierung der Wirtschaft oder der, ne, der Nutzung dieser Ressourcen vom Staat. Das ist eigentlich so die übliche Überlegung. Commons ist ja nur der Gedanke, dass es aus der Zivilgesellschaft heraus entsteht. Und dass wir nicht den Staat, also was relativ Abstraktes jetzt so für den, für die lokalen Aktivitäten, dass es nicht der Staat ist, diese Verantwortung übernimmt, sondern wir Menschen, und zwar in Eigeninitiative. Und das ist ja eigentlich das Besondere auch daran. Ich kann gerne gleich da einhaken. Ich bin ja sehr froh, dass du so eingestiegen bist in diese, ein bisschen auch in die Gütertheorie, weil mir das jetzt die Möglichkeit gibt, eben nicht über die Parteien zu reden, sondern über das Buch und über das, was da drin steht. Und ich merke auch immer wieder, seit Jahren, ich mache das jetzt schon seit 5, 6, 7 Jahren etwa, wie schwer es uns allen fällt, sozusagen tatsächlich in eine andere Sprache und ein anderes Denken umzusteigen. Also nehmen wir mal das schöne Beispiel öffentliche Güter oder Gemeingüter. Mein Beitrag in dem Buch befasst sich genau damit, zu sagen, das sind Konstrukte, das Kriterium der Exklusivität gibt es nicht, das wohnt den Gütern nicht inne, und es wäre doch hilfreich, wenn wir uns von diesen klassischen Kategorien der Wirtschaftswissenschaften verabschieden, da sie uns tatsächlich nicht weiterbringen. Und das zentrale Argument ist, wenn man immer unterstellt, die Güter, die Dinge, die Erde, die Luft, die sonst was, es sei schwierig, andere Menschen auszuschließen, dann tut man so, als sei die Welt so, wie sie ist, und deswegen müsse man dann irgendeinen Zwang ausüben, irgendein Gesetz, irgendein Verbot erlassen, irgendetwas sozusagen tun, um damit umzugehen, und am besten tut das vielleicht noch die Wirtschaft, weil die sozusagen immer Interesse hat, mit den Ressourcen effizient umzugehen, um Kosten zu sparen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein, wir müssen da wirklich ganz zurückgehen und uns wirklich auf den Gedanken verlassen, dass ob am Ende etwas Gemeingut, Privatgut oder öffentliches Gut ist, immer von uns entschieden wird. Und der einzige Unterschied, den es gibt zwischen Gütern, ist, ob sie rival sind oder nicht. Also ob ich das Wasser austrinken kann und dann ist es weg, oder ob ich jetzt hier Ideen teile und dann haben wir sie alle und ich habe sie immer noch. Weswegen ja die Idee vom Diebstahl des geistigen Eigentums so ziemlich unsinnig ist. Und wir haben in dem Buch ja gezeigt, dass man auch für diese Güter, von denen man angeblich niemanden ausschließen kann, da werden ja die Menschen ständig davon ausgeschlossen. Also ich meine, wenn die Luft verpestet ist, kannst du sie nicht mehr atmen. Das ist eine sehr effiziente Form des Ausschlusses. Ja. Wenn das Öl in Nigeria gefördert wird, dann können die Leute nicht mehr auf ihr Land zugreifen. Wenn die Biodiversität weg ist, dann hast du sie auch alle ausgeschlossen. Und das jetzt mal positiv gewendet. Es ist also immer ein Ergebnis unseres Handelns, positiv gewendet. Wenn wir über CO2-Emissionen nachdenken und über diese Notwendigkeit, bis zum Jahr 2050 90% der Emissionen zu denken, dann ist es doch das Sinnvollste zu sagen, wir stoßen die gar nicht erst aus. Da gibt es diesen wunderbaren Vorschlag, ist auch in dem Buch, die ITT-Initiative von Ecuador, die sagt, Ecuador schlägt vor, wir lassen 20% unseres Erdöls im Boden, das entspricht 9 Tage Erdölverbrauch weltweit. Das ist doch eigentlich ein vernünftiger Vorschlag, und du weißt sehr gut, alle Parteien waren dafür, alle. Und im letzten Moment wurde dieser Vorschlag von dem FDP-geführten BMZ torpediert, was wieder eine Signalwirkung in die ganze Welt hatte und so weiter. Und da wird sehr deutlich,
dass es überhaupt nicht am Charakter eines Gutes liegt, ob es ausschließbar ist oder nicht, öffentlich oder Gemeingut oder was auch immer. Es geht nie um die Güter. Es geht tatsächlich um uns. Und warum Politiker das in dieser Wachstumsideologie torpedieren, ist ja auch relativ klar. Weil die Vorstellung herrscht, dass Bedürfnisbefriedigung tatsächlich nur über Jobs, Geld und Wachstum. Das macht man also früh das Radio an und hört, also wenn wir nicht bald mehr Jobs schaffen, mehr Wachstum kriegen, dann haben wir ein Riesenproblem, und im Mainstream ist auch die wachstumskritische Debatte noch gar nicht angekommen. Und davon ist ja Politik auch tatsächlich abhängig. Und es ist wahnsinnig schwer, sich wirklich zu lösen von diesen Gedanken und nicht immer am Ende, und das hat mich jetzt so ein bisschen geärgert, zu sagen, letztlich gibt es die Allmende-Problematik. Nein, das ist keine Allmende-Problematik. Es ist ein Versagen der Politik und es ist Versagen von kollektivem Handeln und was auch immer. Aber es ist kein Problem der Ressourcen, wo die Menschen nicht ausschließbar sind. Die werden die ganze Zeit ausgeschlossen. Ja, ein Punkt noch. Wenn das nicht lösbar wäre, wäre es kein Problem. Wenn man also sagt, da gibt es eine Allmende-Problematik, dann heißt das doch nur, wenn wir den Zugang nicht beschränken können und wenn es Arschlöcher gibt, die sich immer mehr nehmen als die anderen, die kennen wir ja alle, ja, immer das größte Stück, und wenn es welche gibt, die den Hals nicht vollkriegen können, dann muss man was tun. Dann muss man eben auf Regelungen zurückgreifen. Und was wir ja, ich meine, die Schwierigkeit, die daran besteht, wenn man etwas Neues in die Welt bringt, ist doch immer, es bringt was durcheinander. Und Dichotomien sind ja sowieso ganz toll. Ja? Also wenn ich nur zwei Dinge habe, privat und öffentlich oder Markt und Staat, ja, dann ist die Welt einfach. Ja? Und dann kann man aufeinander einkloppen. Und wir sehen das in der Enquete-Kommission übrigens ganz hervorragend. Ja? Da gibt es die Neoklassiker, die Neoliberalen von Vivi Paquet oder Carstensen, die sich dann mit Reuter von der Gewerkschaft richtig schön die Köpfe einhauen. Aber was dabei auf der Strecke bleibt, ist doch dann sozusagen die Essenz. Das, was eine wirkliche Lösung bieten könnte. Aber dass wir die brauchen und dass wir da völlig neue Formen auch der Empathie brauchen, das ist, also für mich ist das eines der wesentlichen Erkenntnisse. Es geht um Empathie. Es geht darum, sich solidarisch zu fühlen mit anderen. Das haben wir irgendwie im Zuge der Herausbildung des Nationalstaates geschafft, dass von unserem eigenen Clan ausgehend wir also doch unsere Solidarität erweitert haben. Nicht nur auf das Dorf und auf das Landkreis, sondern auf den Staat, auf die Nation. Unsere Hauptaufgabe im Moment ist unsere Solidarität, unsere Empathie auf euren Jahren, ob es der Tod von Michael Jackson war, was also wirklich weltweit zu einem Gefühlssturm geführt hat, will ich mal sagen, oder der Tsunami, wo plötzlich klar war, wir sind fähig, mit anderen zu empfinden. Übrigens, Religionen haben das schon vorher geschafft. Die konnten jetzt auf ihre Glaubensmitglieder sozusagen, ganz egal wo sie waren, konnten sie Empathie ausweiten. Und deshalb bin ich da auch ganz, ganz froh, dass uns da mit dieser zweiten Welt eine Technologie entstanden ist, die fähig ist, die Begrenzungen von Raum und Zeit zu überwinden und es uns also erlauben wird, diese Form weltweiter Empathie und Solidarität zu entwickeln. Wolltest du direkt was dazu sagen? Nee. Mhm. Ja, mach mal. Und das schließt jetzt wunderbar noch an dazu. Jetzt gibt es diese zweite Welt und da haben wir eben das Problem, dass das Teilen relativ einfach ist und dass der Krieg sich dann jetzt wieder um die individuellen Eigentumsrechte derer, die so eine Modelle wie Teilen von Wissen und so gar nicht denken können, dreht. Das ist aber eine andere Frage. Wir haben das, dieses Teilen im Netz, dieses kollektive Produzieren im Netz. Das übrigens auch, das kommt in dem Buch auch sehr gut rüber, in dem Beitrag von Christian Siefkes, das ist ja, da werden ja Werte geschaffen, mit denen Probleme gelöst werden, die wir dann nicht mehr am Markt kaufen müssen. Das ist also auch sehr geldeffizient sozusagen. Gut, jetzt gibt es das alles, aber was es eben nicht gibt, ist dieses ökologische Bewusstsein in dieser Community. Also die Frage, wie koppelt man eigentlich tatsächlich, ja, diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, alle co-produzierende Wesen zu sein, die auch tatsächlich miteinander verbunden sind und als solche auch agieren und produzieren. Und trotzdem diese Idee von, wir brauchen eine totale, eine vollkommene Entkopplung von Ressourcenverbrauch und der Nutzung dieser neuen Kommunikationsformen und Technologien. Und das ist ja wieder was wie eine Herausforderung ist an euch beispielsweise. Wie kriegt man tatsächlich sozusagen so einen Nachhaltigkeitsgedanken, nicht im Sinne von Nachhaltigkeit heißt, ich muss auch mein nächstes Projekt noch finanzieren. Wie kriegt man so einen Nachhaltigkeitsgedanken dann wirklich einprogrammiert? Also das meine ich ganz ernst.
man kann sich doch Computer vorstellen. Ich bin furchtbar vergesslich. Diese Anekdote noch zum Schluss, dann gebe ich ab. Ich bin furchtbar vergesslich. Alle meine Kollegen leiden darunter. Und die müssen mir dann immer irgendwelche Steckdosen und Stecker und sowas im ganzen Haus suchen, weil natürlich niemand kann einem helfen. Man fragt, haben Sie ein Netzteil da und dafür? Jeder hat ein anderes, nichts passt zueinander. Wie wäre es denn, wenn wir sozusagen freie Software, wenn wir auch freie Hardware so denken, dass der Code offen liegt, dass die Schnittstellen offen liegen, dass das Design offen liegt, dass alles mit allem kompatibel ist und wir letztlich in der Lage sind, uns zu helfen und das aber wirklich sozusagen jede neue Generation von Open Software und Open Hardware muss mindestens 15% weniger Energie verbrauchen als die vorher und so weiter. Ist das wirklich ein Gedanke auch in der Community, die sich um die produktivsten Ressourcen des 21. Jahrhunderts kümmert, eben die Software? Und das muss zusammengehören. Nachhaltigkeit, Kommunikation, Teilhabe, das muss alles zusammengehören. Insofern gibt es nicht die Commons-Partei. Das ist irgendwie ein Oxymoron. Ja gut, jetzt haben wir hier so viele Themen gestreift, von Dependenztheorie und Kapitalismuskritik über offene Schnittstellen. Großartig. Bei den Schnittstellen, also ich... Ja, natürlich. Also offene Schnittstellen ist eine Frage, die sich sowohl auf Software als auch auf Hardware bezieht. Und die große Chance, die ich auch sehe, natürlich ist, dass diejenigen, die sich mit diesen Fragen auf einer immateriellen Ebene, also auf der Frage nach Gütern, die eben durch Nutzung nicht verbraucht werden, also zum Beispiel Software, eben sich dann auch natürlich intensiver auch gedanklich mit genau den gleichen Gütern auf einer materiellen Ebene auch beschäftigen. Und ich glaube, dass die große Chance ist, ich fange jetzt mal in den 70er, 80ern, da war ja das große Problem, glaube ich, dass eine ganze Bewegung eigentlich mit dem Kopf gegen eine Bevölkerung oder gegen eine Gesellschaft angerannt ist, mit bestimmten Ideen, mit einer Utopie, die eigentlich nur sehr schwer wirklich in die Köpfe zu kriegen war, weil es eben diese unglaubliche, also abgesehen von dieser typisch deutschen Staatshörigkeit, natürlich diesen Dualismus Staat-Markt eben gegeben hat, und eins von beiden wird schon regeln, und da müssen wir als Gesellschaft auch jetzt gar nicht anfangen, individuell solidarisch Verantwortung auch zu übernehmen. Und ich glaube, woran es wirklich zum Teil gefehlt hat, waren wahrscheinlich auch einfach plastische Beispiele. Guck mal, ihr setzt euch zusammen, ihr schafft euch ein gemeinsames Regelpaket, und dann könnt ihr es auch unabhängig von Staat und vom Markt eben auch gemeinsam aushandeln und auch kontrollieren und steuern. Und ich glaube zumindest, dass jetzt durch die Entwicklung der letzten 15 Jahre, durch die Mainstreamisierung des Internets in die Gesellschaft, dadurch, dass eben bestimmte Probleme auch viel intensiver angesprochen werden. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn jeder Künstler wirklich die Kontrolle über jedes Bit und Byte hat, was er vielleicht mal irgendwie programmiert hat, oder jeder Softwareentwickler die Kontrolle darüber hat? Was würde das denn für unseren digitalen Raum bedeuten? Und das dann zu Ende gedacht als Dystopie, ist, glaube ich, schon eine sehr plastische Vorstellung, die auch dazu beitragen kann, dass wir uns genau auf dieser Ebene dann auch mit den wieder zum Beispiel den Dingen beschäftigen, die Grünen in den 80ern auch eben versucht haben, stärker in die Gesellschaft zu tragen, und was auch zum Umdenken führen kann, was auch dazu führen kann, dass sich die Menschen viel intensiver und viel lebendiger eben jetzt wieder die Eigentumsfrage stellen. Also die Eigentumsfrage ist ja das, was hier im Raum steht, und dann eben auch offener für neue Lösungen sind, weil dadurch, dass sich neue Räume bilden, neue Fragen stellen, auch die ganzen Dinge auch zum Teil auch plastischer sind, auch zum Teil viel intensiver diskutiert werden. Ich erinnere jetzt an die Handelsblatt-Kampagne von vor 2 oder 3 Wochen, wo irgendwie auf 12 Seiten zum Thema Urheberrecht ganz aggressiv eben Fragen aufgeworfen wurden, die aber überhaupt nicht beantwortet wurden, also wo man sich dann wirklich fragen musste, wo wollen die eigentlich hin, in Richtung Zensurstaat, oder wo soll das eigentlich jetzt genau darauf hinlaufen? Das ist so plastisch, das führt eigentlich schon dazu, dass bestimmte
Denkprozesse jetzt doch auch sehr stark in Gang gesetzt werden können. Du wolltest direkt darauf mal was sagen. Ja. Sehr spannendes Thema im Moment. Also was ich spannend finde an dieser ganzen Commons-Debatte ist ja auch, dass Commons gemacht werden. Und was mich dann aber stört, und ich sage das mal so ganz ungeschützt, weil mir dieser Gedanke auch jetzt vor ein paar Tagen erst gekommen ist, als ich mich geistig so ein bisschen darauf vorbereitet habe. Wir gehen doch bei dem, was wir Netz nennen, Internet nennen, gehen wir davon aus, das ist einfach da. Und sozusagen, wir beschäftigen uns die ganze Zeit nur mit der Software. Aber was ist denn mit der Hardware? Und wenn ich über Netzpolitik rede, dann geht es doch auch darum, unter welchen Bedingungen kann eigentlich die Software sozusagen arbeiten. Das ist doch auch wichtig. Was da ausgeblendet wird, ist die ganze Zeit zum Beispiel die Machtfrage. Manche sagen, auch die soziale Frage ist ja völlig dabei ausgeblendet. Also was jetzt den Bereich des Internet betrifft, das ist mal als ein Wissenschaftsnetz entstanden, ist dann militärisch ausgebaut worden. Das war eine ganz klare militärische Entscheidung. Wir wollen dezentrale Strukturen. Und auch heute noch stehen die wichtigsten Server in den USA komplett beherrscht von dort. Und die ganzen sozialen Netzwerke sind sowieso komplett privat. Wäre es nicht auch den Schweiß der Edlen wert, mal darüber nachzudenken, ob nicht auch die Hardware, das, was sozusagen das Netz ausmacht, in irgendeiner Form ein Commons sein sollte? Jetzt ist im Augenblick ist das im privaten Besitz und noch viel schlimmer im militärischen Besitz. Also diese Seite wird da zum Beispiel völlig ausgeblendet. Also wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Phänomenen dieser Netzwelt, dieser zweiten Welt, aber nicht mit den Grundlagen dieser Netzwelt. Also tatsächlich ist es ja so, dass es so eine Charta gibt, die das Internet im Grunde genommen wohl dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet. Ich glaube, da gab es im Letzten irgendwelche Änderungen, aber die sind mir so exakt nicht bekannt. Aber die Frage ist ja jetzt nicht neu. Also die wird regelmäßig wieder gestellt und ich glaube, da lässt sich noch einiges verbessern, aber ich sehe jetzt nicht mit dem Kopf. Großen Bedarf. Oder so. Also ich war ja gerade auf der Republika, also dieser großen netzpolitischen Bloggerkonferenz und so weiter. Und da muss ich sagen, meiner Beobachtung nach ist das, was Hermann gerade anspricht, wirklich in erschütternder Weise wahr, nämlich natürlich, wie hast du das so schön genannt, also die Vordenker, ne? Die Vordenker dieser Bewegung, eben Moglin, einer der Hauptredner von der Republika, einer der großen Juristen der freien Softwarebewegung und so weiter, stellt sich vorne hin und sagt, wir müssen eben wieder die Kontrolle über die Infrastrukturen haben. Und ich hatte wirklich das Gefühl, die Botschaft wird dort nicht verstanden. Ich hatte wirklich das Gefühl, und das Zitat, was ich von Michael Hill hier an die Wand geworfen habe, resultiert genau daraus. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass man unterschätzt hat, dass die Infrastrukturen, so nach dem Motto, wir sind froh, wenn Google freie Software nutzt, das macht uns wichtig. Wir sind froh, wenn Facebook freie Software nutzt, das macht uns wichtig. Das hat man tatsächlich übersehen. Und es ist ein wahnsinniger Kampf, sozusagen dafür zu sorgen, dass auch die Infrastrukturen, die Intranets und so weiter, die Hardware tatsächlich wieder in der Kontrolle der Communities ist. Das ist eine Botschaft, die kann man tatsächlich aus der Commons-Bewegung mitnehmen. Die kennt man von allen Kämpfen, allen sozialen Kämpfen um die Verfügung von Ressourcen und Infrastrukturen und so weiter. Energieinfrastruktur. Julio Lambing hat den Beitrag zur Frage, kann man Energieinfrastrukturen wieder als Allmende denken, geschrieben. Kannst du mal kurz aufstehen, Juli? Einer unserer Autoren, der hier ist. Können wir uns das, und das muss tatsächlich diese Community zu Ende denken, können wir uns das vorstellen, dass wir die Möglichkeiten, die neuen Technologien uns bieten, nämlich sozusagen selbst zum Produzenten von Modernität zu werden. Strom konnte man früher nicht einfach im Keller erzeugen oder auf dem Dach, heute kann man das. Bücher konnte man früher nicht einfach auf seinem Computer machen, da brauchte man immer einen Verleger, heute kann man das. Können wir das alles tatsächlich so weit denken, dass wir wieder in den Besitz und die allgemeine Kontrolle über unsere Infrastrukturen werden. Ich glaube tatsächlich, da ist die netzpolitische Bewegung noch nicht politisch genug. Das freut mich. Und zumindest habe ich hier keinen Aufschrei gehört, dass das eine völlig abwegige Idee ist. Nur höflich. Wer war das? Also das ist eins der Themen, die ich, wie ich finde, Netzpolitik sind. Und dann nicht in dem Sinne von
müssen wir nicht zwischenstaatliche Institutionen haben, die da ein neues Netz aufbauen, ne? Sondern, also das wäre ja wieder in dieser Dichotomie gedacht, sondern wäre das nicht eine Aufgabe für alle, ja, eine solche Infrastruktur zu schaffen. Also das war der eine Aspekt und der andere ist der Verteilung tatsächlich. Also und mir von ein paar Jahren ist mir auch noch sozusagen in Erinnerung, wo auch die Unterschiede liegen zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt. Und die sollte man auch nicht übertünchen. Denn was wir in der realen Welt haben, das sind tatsächlich massive Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten. Also wenn zum Beispiel wir globale Erwärmung auf 2 Grad im globalen Mittel begrenzen wollen und wir sozusagen 50% global unseren Ausstoß an Treibhausgasen zurückfahren, dann ist das eine massive Umverteilung. Dann werden enorme Werte vernichtet, richtig vernichtet, nämlich alle die fossile Brennstoffe in ihrem Boden haben irgendwo. Die dürfen das dann nicht mehr rausholen. Und es werden neue Werte geschaffen, nämlich zum Beispiel sowas wie Zertifikate. Das ist ja ein Billionenmarkt mittlerweile, aus dem Nichts heraus. Das heißt, kleine Änderungen können da schon zu ungeheuren Verschiebungen führen. Und deswegen war eben auch gerade dein Hinweis auf Yasuni, ITT, so wichtig. Und gerade deshalb ist es eben auch gekillt worden von Niebel, weil er nicht wollte, dass da ein Beispiel gegeben wird. Weil er diese Funktion gefürchtet hat. Denn natürlich, das ist es doch. Wir müssen als Reichere und als diejenigen, die die Allmende schon übernutzt haben in hohem Maße, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen kompensiert werden, die ihre Ressourcen nicht nutzen können. Und so haben wir also das Verteilungsproblem nicht nur innerhalb Deutschlands oder Europas, sondern ziemlich schnell werden wir es weltweit haben. Und ob wir in der Lage sind, ja, einen solchen Schritt zu gehen, andere an unserem Reichtum teilhaben zu lassen, richtig abzugeben, das weiß ich nicht. Das wird sich noch zeigen. Ich wollte jetzt auch noch mal die Diskussionsrunde hier eigentlich ein bisschen breiter fächern. Wir hatten das schon am Anfang eigentlich vorgehabt, dass wir wirklich Fragen und Kommentare auch während der Diskussion gerne aufnehmen. Da ist schon jemand. Oder hast du jetzt was ganz Konkretes, was du? Nee, dann gerne, ja, bitte. Ich habe nämlich auch noch welche, Entschuldigung, ganz kurz, wir sind auch live geschaltet und ich habe gerade auch Fragen bekommen von dem Chat dort hinten. Die werde ich auch nochmal gleich vorlesen. Okay, bitte. Ja, ich heiße Gunnar Demuth. Stichwort Netze. Wir haben in Berlin ganz konkret Bestrebungen, Netze wieder ins Gemeingut zu überführen. Ein Aspekt. Stromnetze. Auch Wassernetz. Es gibt den Berliner Wassertisch, der sich das Wassernetz zu eigen machen möchte. Und es gibt das Bürgerbegehren, dass auch die Berliner Energieversorgung wieder in gemeine Hände kommt. Und völlig unabhängig von der Debatte Erste, Zweite Welt. Ja, das Zweite als Virtuelle ist ein wichtiger Aspekt, aber es passieren auch ganz konkret Dinge jetzt hier in Berlin. Ich möchte noch einen Begriff mal reinbringen, den Begriff der Gemeinheit. Das ist heute ein Schimpfwort. Wer gemein ist, ist ein niederträchtiger Mensch. Wenn etwas übel läuft, dann war es eine Gemeinheit. Ich möchte nur daran erinnern, dass es mal ein Buch gab von Ivan Illich vom Recht auf Gemeinheit. Und der hat genau diesen Aspekt hervorgehoben, dass das Gemeine das ist, was allen dient. Und das Private das, was andere von der Nutzung ausschließt. Und ich glaube, Ivan Illich hat seine Freude über die Debatte heute. Danke. Vielen Dank. Es ist auch sehr faszinierend eigentlich, dass wir ja letztes Jahr den Volksentscheid zum Wasser in Berlin hatten. Das ist eigentlich jetzt, da ging es ja um eine Rekommunalisierung auch der Wasserbetriebe in Berlin. Das wäre jetzt aber bei den Energienetzen quasi einen Schritt weitergehen noch und dass es da eben darum geht, dass eigentlich auch eine Gruppe von Berlinern sich zusammenschließt und erstmal unabhängig von Land Berlin, es kann auch sein, dass das Land Berlin dann sozusagen da rein investiert, also die unterstützt, aber grundsätzlich erstmal unabhängig von Land Berlin als gemeinsame Initiative eben dann die Energienetze zurückkauft und das ist eigentlich auch wirklich eine ganz spannende Entwicklung, auch zu schauen, dass man überhaupt erstmal den Gedanken entwickelt, dann den Willen aufbringt, das auch zu tun. Ich war vor ungefähr 5 Wochen war ich in Franken, in einem kleinen Städtchen, ich glaube, den Namen fällt mir gar nicht ein, was es war,
da gab es dann eine Breitbandinitiative. Das ist nämlich so, dass gerade Städte, die so zwischen 500 und 5000 Einwohnern haben und die ein bisschen ländlich sind und die immer eine bestimmte ungünstige Lokation haben, die haben ein ganz großes Problem. Die haben nur eine winzige Internetanbindung, die ungefähr ein halbes Megabit maximal hat. Da ist es dann so, dass weder die Stadt noch irgendwie ein großer Anbieter hatte, irgendwie von sich aus ein Interesse, da irgendwie was dran zu ändern. Aber dadurch, dass die Internetanbindung halt so schlecht war, haben sich dann eben genug Leute in der Stadt zusammengefunden, die gesagt haben, wir bilden jetzt eine eigene Initiative, wir schreiben Verträge, lassen eben hier die Leute unterschreiben. Das war eine ziemlich hohe Hürde, 70% der Bevölkerung mussten diese Verträge unterschreiben, dass sie, wenn es einen Anbieter geben wird, der dann eben diese Kommune an eine Breitbandanbindung ranführt, dass sie dann eben auch über mindestens 2 Jahre dann eben einen Vertrag abschließen. Und das haben sie dann eben geschafft, dass diese 70% der Bevölkerung dann diesen Vertrag unterschrieben haben, was wirklich eine krasse Leistung ist, dass man da eben wirklich in die Fläche gehen muss. Das hat dann jetzt wirklich dazu geführt, dass diese Initiative wohl erfolgreich sein wird und diese ganze Kommune dann eben an eines der schnellsten Glasfasernetze Deutschlands gehängt wird. Schneller als die größeren Städte in der Umgebung übrigens. Und das ist aber auch wirklich eine Initiative, die erstmal zwischen Staat und Markt quasi in der Mitte durchnavigiert ist, aber letztendlich dann sowohl den Staat, also die Kommune, als auch dann eben einen konkreten Anbieter mit ins Boot geholt hat, um das Projekt dann auch umzusetzen, aber trotzdem auf die Energie der Bürger dann eben basiert hat. Ja, das passt auch ganz gut zu der Frage, die ich gerade bekommen habe von Jakob. Was kann der Staat tun, und das muss er im Sinne von Ostrom, um den Menschen zu helfen, die Kontrolle über das Netz selbst wieder in die Hand zu nehmen? Und da passt es ganz gut, dass Jeremy Rifkin uns zum Beispiel sagt, in Zukunft werden die Netze zusammengeführt werden. Wir werden also ein Netz haben, nicht mehr ein Energienetz auf der einen Seite und ein Informationsnetz auf der anderen Seite, sondern das wird eins sein. Vielleicht auch die Chance, nicht nur die Energienetze wieder sozusagen in unser Eigentum, in gemeinschaftliches Eigentum zu überführen, sondern gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auch die Infrastruktur für unsere Informationsnetze in unserer Hand sind. Was muss der Staat tun? Er muss sozusagen die regulativen Möglichkeiten bieten. Er muss sagen, ihr dürft eure Netze selbst kaufen, zum Beispiel. Das war ja früher gar nicht möglich. Also es brauchte erst die Liberalisierung dieser Strommärkte. Und einige haben das natürlich ganz fantastisch genutzt, nicht? Die Stromrebellen von Schönau, die Elektrizitätswerke Schönau, die haben immer gesagt, wir wollen keinen Atomscheiß und haben die Talsperre und das ganze Netz gleich gekauft und sind jetzt einer der großen Anbieter. Und solche Initiativen gibt es ja überall im ganzen Land. Also die rechtlichen Möglichkeiten dafür gibt es schon. Allerdings ist natürlich jetzt gerade wieder durch die Abgabe dieser Netze von den großen Energieversorgern, also den 4 Besatzungsmächten, sagt man ja nicht, RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW, die ja früher alle die Netze auch in ihrem Eigentum hatten, die haben das sozusagen jeweils an andere übertragen, die jetzt auch private sind. Also auch da wieder eine Riesenchance verpasst, wo allerdings wir dafür sorgen müssen, dass dass diese monopolartigen Strukturen, die da ja auch wieder bestehen, aufgebrochen werden. Wir also da den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, die Netze selber zu kaufen. Da ist das Mikrofon. Ganz kurz, und zwar ich wollte mal etwas mehr zurückführen auf den Punkt des... Hallo. Erstmal vorneweg, bevor ich zu einer disruptiven Technik komme, die eine Weile her ist, weil wir sonst beim Internet uns immer so ein bisschen verlieren. Und diese Commons-Idee, die ist wesentlich älter, und gerade disruptive Techniken zeigen uns oft genau den Moment, wo wir sowas wiederentdecken können. Aber vorneweg muss ich natürlich stellen, ich kann jetzt nicht für die 4000 Teilnehmer der Republika reden, aber wenn es einen Ort gibt in Deutschland, wo verstanden wurde, dass wir das Internet nicht Facebook oder Google überlassen, dann ist es sicherlich die Republika. Aber das nur klein am Rand. So, als Flugzeuge aufkamen,
kamen einige schlaue Bauern auf die Idee, dieses Flugzeug fliegt doch über meine Farm. Und mir gehört ja alles hier, also auch da oben. Und das war jetzt nicht so eine Stammtischdiskussion, wo man dann mal drüber gelacht hat, sondern als Flugzeuge aufkamen, also der nationale Flug in den USA, gab es Dutzende bis zum Federal Court Gerichtsverfahren, wo geklärt werden musste, ob die Fluggesellschaften in Zukunft den Bauern Abgaben zahlen müssen, weil die fliegen ja schließlich auf 10.000 Meter Höhe über die Farm. Und gut, damit haben wir dann festgestellt, der Luftraum ist national geklärt, also er ist kein richtiger Commons im klassischen Sinne, aber er ist unter nationaler Aufsicht. Aber wir merken immer dann, wenn etwas disruptiv wird in unserer Welt, insbesondere Technik, dann haben wir entweder den Moment, dass wir noch irgendeine Sache mit dem Preislabel versehen, in diesem Fall den Luftraum, gerade nochmal entkommen vor 100 Jahren. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Die Flugzeuge wurden dem physischen Raum hinzugefügt. Jetzt haben wir mit dem Internet einen zusätzlichen Raum geschaffen, eine zusätzliche Ebene der Realität geschaffen, die schon in ihrer Räumlichkeit den Firmen gehört. Da gab es keinen Grund und Boden, der mal allen gehörte, sondern das Internet wurde erst dadurch möglich, dass viele Firmen in Infrastruktur investiert haben. Das kann man jetzt doof finden, aber das ist jetzt erstmal so. Das heißt, wenn wir uns aufmachen und sagen, wir wollen zum Beispiel nicht mehr Google Maps verwenden, sondern OpenStreetMap. OpenStreetMap ist eine freie Lizenz, sind 50.000 Menschen zum Beispiel in Deutschland, im Land der Briefmarkensammler, Modelleisenbahnbauer, die online eine gemeinsame Karte erzeugen. Kann man machen, ist ein Hobby. Und ist kostenlos, ist eine Commons Map und die kann man verwenden. OpenStreetMap ist leider nicht so super zu benutzen wie Google Map, ist nicht ganz so groovy vielleicht in einigen Ecken und deswegen benutzen es nur die Freaks momentan. Aber zum Beispiel die Stadt Köln hat gerade gekündigt, auf köln.de wird ab Herbst nicht mehr irgendwelche proprietären Map-Systeme sein, sondern OpenStreetMap. Und das ist ein ganz, das ist wirklich so eine kleine Flamme voran. Es wäre schön, wenn es von oben mal mehr Signale geben würde, dass hier eine Möglichkeit entsteht. Wo ist zum Beispiel das digitale Ehrenamt? 50.000 Menschen, die der digitalen Allmende etwas beifügen in Deutschland. Wann bekommt der Erste sein Bundesverdienstkreuz? Wäre jetzt mal so eine Frage. Und mit dem Rest breche ich ab, weil ab jetzt würde ich wahrscheinlich die Piraten dissen und da es bis jetzt so friedlich war, dann schenke ich mir den Teil heute mal. Danke, ja. Ja, es stehen einige Leute hier an. Ich würde sagen, wir bitte. Außer es ist jetzt ganz konkret was zu sagen. Nein. Gut, gerne. Mhm. Ich bin großer Fan von diesem Commons-Prinzip. Habe aber bis heute immer noch meine tiefen Zweifel, ob es sozusagen als ein Generalprinzip für alles immer die richtige Lösung ist. Um sozusagen die Prinzipien, die vorhin artikuliert wurden, sozusagen aufzugreifen, alle müssen miteinander sprechen, dann kann man sich auf Regeln einigen und dann gelten die auf so einer Wiese. Das funktioniert für eine Wiese gut, aber gerade für das internationale Weltmeer sozusagen, müsste man ja nicht nur Regeln haben, die man dann durchsetzt, also die man zusammen formuliert. Dafür müsste man schon mal an einen Tisch sozusagen, was schwierig ist an einem Weltmeer. Und dann müsste man ja auch noch jemanden haben, in einem Dorf kann man das machen, der die Regel durchsetzt. Also viel Einsatzraum für die deutsche Marine, das ist super, aber ein bisschen schwierig dann sozusagen, ob die anderen Länder das so lustig finden, wenn wir unsere gemeinsam formulierten Regeln dann durchsetzen. Also da weiß ich nicht, ob es nicht auch doch ganz massive Grenzen gibt von so Commons. Also es geht einmal natürlich, gerade da, wo es immer global wird, ja, Weltmeere, Luftraum, Weltverschmutzung etc. Das ist der eine Bereich, wo ich immer so eine Grenze sehe. Und der andere Bereich ist so ein anderer, gerade die freie Software, die immer sozusagen so gepriesen wird als Erfolgsmodell, ist überhaupt kein Erfolgsmodell, wenn man mal ehrlich ist, und das ist ja auch das, was auf der Republika besprochen wurde und von dem geehrten Professor, der diesen Vortrag ich gehört habe und wo ich an der einen oder anderen Stelle schmunzeln musste, weil er so kritisiert hat, dass alle sich diese Apple-Geräte kaufen, wo man so eingeschlossen ist und dass man da sozusagen gar nicht die freie Software nutzt und keiner nutzt Linux so ungefähr, heul. Und ja, weil Linux halt nicht zu bedienen ist für den Normalsterblichen. Der normalsterbliche Nutzer kann schon kaum Apples Betriebssystem und das sind halt 9 Icons. Ja? Und da verzweifelt meine Mutter noch dran und muss sie mich anrufen. Wenn ich ihr ein Handy geben würde, was mit Linux läuft, das wäre sozusagen... Also die Frage ist, gibt es nicht doch auch
Bereiche, wo sozusagen ein marktwirtschaftlich agierender Akteur, der einfach das Interesse hat, möglichst viele Geräte zu verkaufen, deshalb auf eine kreative Idee kommt, wie zum Beispiel die Simplifizierung oder das Wegnehmen von Funktionen, die eben die Nichtfreiheit, also der Erfolg von Apple ist gerade die Nichtfreiheit. Der Nutzer kann eben unglaublich viele Dinge nicht tun auf dieser Plattform und deshalb ist sie so gut. Das ist etwas, was sozusagen viele einfach ablehnen, als dass das wahr sein könnte. Ich glaube es allerdings und deswegen glaube ich, die Commons auch Grenzen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne glauben, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht stimmt, weil ich ein großer Fan der Commons bin, aber ich glaube, ich wollte es einfach mal so als Kritikpunkt einwerfen. Vielleicht kann man ja später, wenn die anderen auch durch sind, darauf nochmal antworten. Ja, vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Nikolai und ich mache zum Beispiel, also ich bin bei Umsonstladenprojekten in Berlin und bei der ULA oder mache so ein Leihladenprojekt namens Leila und es wurde jetzt viel über Märkte, Macht und Technologie gesprochen. Ich möchte nochmal ein bisschen mehr über das Menschenbild sprechen. Da wurde vorher gesagt, eben, dass Ehrenamtliche mehr Anerkennung finden sollten oder Hermann oder Herr Ott, Sie haben gesagt, dass es Arschlöcher gibt oder Menschen, die empathisch sind. Ja, und also da finde ich, man sollte Max Weber paraphrasierend mal über die Ethik und den Geist der Commons sprechen. Also welchen Geist oder welche ethischen Prinzipien braucht jeder Einzelne, um das zu sehen, zu erkennen oder auch dann wirklich zu machen und dann natürlich in der Gemeinschaft zu machen. Wir brauchen also nicht nur eine individuelle Ethik, sondern eine Gemeinschaftsethik oder Diskursethik, zum Beispiel Jürgen Habermas, ja, Theorie des kommunikativen Handelns. Also wir sollten versuchen, verständnisorientiert ja, auf den anderen zuzugehen und versuchen, sie oder ihn mit einzubeziehen. Ja. Also vielleicht ist es deswegen auch wichtiger zu fragen, wann bin ich bereit, eben zu geben, zu teilen oder ein bisschen romantisch wieder aufgeladen, wann bin ich bereit, eben ja, den anderen mit einzubeziehen und ihn so zu nehmen, wie er ist, ja, oder sie zu nehmen, wie sie ist. So, okay, danke. Vielen Dank. Wollt ihr auch mal antworten oder ich kann auch gerne kurz warten, wenn ihr vielleicht... Nö, wir versuchen es mal zu merken. Okay. Okay. Bitte. Elia Braun ist mein Name. Ich finde die Debatte auch sehr interessant, habe Elina Ostrom immer noch nicht gelesen. Irgendwie ist das Buch ja auch seit 3 Jahren vergriffen, glaube ich. Erstaunlicherweise, weil das doch ganz lebhaft ist hier. Musste dann stattdessen auf Karl Marx zurückgreifen, das Kapital, der das ja schon, der diesen Prozess der Einhegung schon, ich weiß nicht, ob als erster, aber zumindest sehr früh beschrieben hat, also diese Enclosure of the Commons, wo eben die Bauern von dem Gemeindeland, was quasi so eine Art Gemeingut war, vertrieben wurden und dass dann die Arbeitskräfte waren, die eben dringend benötigt wurden, auch in der industriellen Revolution. Und er beschreibt das ja quasi als die Geburtsstunde des Kapitalismus und als die wesentliche Voraussetzung auch dafür, dass diese Wirtschaftsordnung entstehen konnte, eben aufgrund dieses Ausschlussprinzips, also weil die Bauern von der Möglichkeit der Subsistenz ausgeschlossen waren. Sie konnten sich nicht mehr selbst ernähren, sondern mussten, weil sie das Land nicht mehr hatten, sondern mussten in die Fabrik gehen, um für einen Lohn zu arbeiten und von diesem Lohn dann die Lebensmittel, die Waren zu kaufen, die sie für ihren Lebenserhalt brauchten. Das hat nur funktioniert, weil es eben dieses Privateigentum gab, was vorher ein Gemeineigentum war, an Land sozusagen. Und wenn ich mir das so überlege, dann frage ich mich, wie ist das denn? Man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, nun gut, ich stelle fest, dieses Ausschlussprinzip ist ja gar keine natürliche Eigenschaft von Gütern. Das mag ja so sein, aber ist es nicht das Charakteristikum von Privateigentum? Und hängt dann nicht letztlich unsere ganze Wirtschaftsordnung, damit sie weiter so funktioniert, von diesem Ausschlussprinzip ab? Genau. Ich bin Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Herr Ott, Sie erwähnten vorhin Interesse halber das Informationsnetz. Und ich möchte gerne wissen, ob das Informationsnetz, wenn ich eine Information an einen anderen Teilnehmer gebe, auch von staatlicher Seite aus gesichert ist. Nicht, dass da Hacker rumhacken und mir die Informationen wegnehmen und daraus was anderes werten und es denn für sich denn besser auswerten. Das muss von staatlicher Seite aus
finde ich, gut abgesichert sein. Danke. Heiko Stockmann, die Commons, die nicht funktionieren, die scheitern, wird das ausgewertet, um die Commons, die funktionieren, eine Möglichkeit an die Hand zu geben, wie, was man besser machen kann und was man nicht machen sollte, oder um allgemeingültige Aussagen zu treffen? Ja, können wir eine ganz kurze Pause, kannst du es dir merken? Weil, oder ist noch einer? Noch einer, okay, bitte. Hallo in die Runde. Erstmal danke schon mal für die Diskussion. Es wurde viel erzählt über Wachstum, über Sachen, über die ich mich auch beschäftigt habe und auch Ressourcen. Die wichtigste Ressource wurde aber vielleicht noch gar nicht besprochen und das ist aus meiner Sicht das Geld. Geld, eine Ressource, die einfach von alleine größer wird, die einzige Ressource weltweit, die sich nicht entwertet, abnutzt wie alle anderen Sachen, mit denen wir täglich arbeiten. Und sich, wie gesagt, schon sogar von alleine durch dieses System, in dem wir leben, das Zinssystem, immer weiter erhöht und dadurch getrieben sind wir in diesem Wachstumssystem, denn nur mit Wachstum können wir die jährlich höhere Zinslast, die unsere Geldmenge erzeugt, also wir haben eine feste Geldmenge und die erweitert sich ja jedes Jahr durch den Zins und dieser Zins muss ja irgendwo herkommen und das ist das Wachstum, was wir brauchen. Um dieses Wachstum immer wieder zu generieren, leben wir in diesem System und meine Vision wäre daher vielleicht, dass die Gemeinschaft sich diese wichtigste Ressource, das Geld, vielleicht zurückholt und die Zinsen endlich dorthin schickt, wo sie hingehören, nämlich abgeschafft. Das ist auch in dem Buch, du solltest das Buch lesen, es ist ein Kapitel in dem Buch, mindestens eins. Wenn wir das schaffen würden, wären wir, glaube ich, ein ganz Stück weiter. Ich weiß, wie illusorisch das jetzt vielleicht im Moment ist, aber wie gesagt, als Gemeinschaft sollte man vielleicht sich so eine Vision vielleicht mal stecken und nicht in Kleinigkeiten verlieren, wie Wasserwerke in Berlin oder sowas. Entschuldigung. Ich glaube, alles zusammen macht die Summe aus. Aber gut, war noch ein Kommentar? Nee. Gut, fangen wir... Ja, bitte. Fangen wir bei dem. Kannst du jetzt ans Erste noch erinnern? Nein, ich kann nicht chronologisch vorgehen, sondern okay. Ich greife mir einfach ein paar Punkte raus, die ich total wichtig finde zu kommentieren. Das Erste vielleicht mal, es geht immer so auch in dem Buch kontrovers zu, über die Frage, was eigentlich dieser Slogan Commons jenseits von Markt und Staat bedeutet. Das ist natürlich, ist der Titel des Buches nicht ganz zufällig gewählt. Wer Elinor Ostrom gelesen hat, weiß, dass ihr Hauptwerk Governing the Commons Beyond Market and State, auf Deutsch die Verfassung der Allmende jenseits von Markt und Staat, heißt. Das ist natürlich ein Grund, warum das Buch so heißt. Der andere Grund ist aber noch viel wichtiger, nämlich, dass es darüber tatsächlich eine sehr kontroverse Debatte gibt in dieser Commons-Szene. Es gibt etliche Autoren, die sagen, das heißt ohne Markt und Staat. Das sind auch die Leute, die sagen, das heißt ohne Geld. Und dann gibt es andere, die sagen, jenseits von Markt und Staat heißt, und das würde ich auch vertreten, über diese Dichotomien hinausdenken, sich lösen von dieser Entweder-Oder-Welt und von dem Vertrauen da rein, dass der Staat sozusagen irgendwie jetzt das wieder richten oder umverteilen muss, was der Markt nicht zur Verfügung stellt, richtet und umverteilt oder auch anrichtet. Und da haben wir eben auch sehr viele, und das heißt eben auch, Tauschmittel wird es in einer arbeitsteiligen Gesellschaft immer geben, aber wie können wir da wieder die Kontrolle, so wie wir die Kontrolle über Infrastrukturen brauchen, auch die Kontrolle über die Kreditallmende, also dafür, dass wir uns gegenseitig vertrauen, das heißt der Kredit, wiedergewinnen. Da gibt es in der Tat einen Beitrag von Thomas Grieco zu diesem Thema. Also jenseits von Markt und Staat heißt eher sowas wie nicht ohne, sondern darüber hinausdenkend. Und dazu gibt es eine kontroverse Debatte. Generalprinzip für alle, das, und da springt natürlich immer die Frage mit dieses Upscalings. Also wie kriegen wir das, was auf dem Dorfplatz gut funktioniert, sozusagen ins Große gedacht. Und dann finde ich zunächst mal die Feststellung, die Wolfgang Sachs immer gemacht hat, sehr wichtig, nämlich zu sagen, wie viel globale natürliche Ressourcen gibt es denn auf der Welt? Es sind extrem wenige. Eigentlich sind es nur zwei. Die Atmosphäre und vielleicht die Ressourcen des Meeres.
Und da sind wir ja wieder bei den Prinzipien. Kann man nicht auch auf globaler Ebene Prinzipien denken, die zumindest mal sozusagen ethisch, ja, die Notwendigkeit wieder feststellen, einbringen in die internationale Debatte, dass globale natürliche Ressourcen gemeinsames Erbe der Menschheit sind? Ein Artikel von Blue Taylor, auch in unserem Buch, und heute dankenswerterweise von der Süddeutschen Zeitung abgedruckt. Das ist so ein Prinzip gewesen, dass genau mit diesem Argument, das funktioniert doch nicht. Aber natürlich interessensgeleitet von denen, die gar nicht wollen, dass das funktioniert, im Rahmen der Verhandlungen über das Seerechtsübereinkommen 60er, 70er, 80er Jahre sozusagen ad acta gelegt worden ist. Und ich fand diese Bemerkung sehr schön, dass sozusagen so Zeiten von Umbruch, also jetzt, wo das Wachstumsparadigma nicht mehr funktioniert, ja, wo sich zeigt, dass der Staat in seiner Handlungsfähigkeit eigentlich an die Wand gespielt ist, dass wir da wieder diese Ideen zurückholen. Und ich fand das faszinierend, als ich Blue Taylor kontaktiert habe, weil ich gerne diesen Beitrag dabei haben wollte, dass sie sagte, ach, da liegt er noch und der ist in so einem Wissenschaftslexikon und das wäre doch toll, wenn wir den wieder veröffentlichen können und aufbereiten können für das Publikum in Deutschland und eben auch das englischsprachige Publikum. Und jetzt ist der Artikel schon, das Buch gibt es erst seit 3 Wochen und der Artikel ist schon 2-mal wieder abgedruckt worden. Heute in der Süddeutschen und einmal in der Fachzeitschrift. Also da gibt es tatsächlich ein neues Interesse und man kann diese Prinzipien für alle denken. Und wenn man das tut, muss man natürlich die entsprechenden Institutionsformen denken. Also wie du sagst, wir brauchen nicht wieder einen neuen intergouvernementalen Body, der sich da zusammenfindet und von jedem Nationalstaat sitzt einer am Tisch. Und am Ende haben aber die Nationalstaatsvertreter zum Beispiel die Aufgabe, die Fangflotten von Spanien zu verteidigen. Ja. Weil, so, was soll sonst mit unserer Fischereiindustrie werden? Das ist ja immer an einer Hand abzählbar, woran die dramatische Überfischung des Meeres liegt. Bis 2048 keine befischbaren Bestände mehr von Speisefisch. Und da würde ich sagen, wenn wir so ein Prinzip wie das gemeinsame Erbe der Menschheit ernst nehmen und nicht sozusagen in der Verhandlungssituation den Nationalstaaten überlassen, sondern das so denken wie den Trust, der auch von der Yasuni-Initiative entwickelt worden ist und derzeit bei UNDP angebunden ist. Also von denen, die daran ein Interesse haben. Selbst die dümmsten Fischer, hätte ich beinahe gesagt. Also selbst die, eigentlich musste man ja sagen, selbst die, nee, es gibt ja nur wenige Besitzer von diesen Hochseetrawlern, die im Handumdrehen dafür sorgen, dass auch ihre Ressourcen, von denen, die sie momentan noch auf den Markt werfen, morgen nicht mehr zur Verfügung stehen. Natürlich müssen die auch mit an diesen Tisch, aber dann eine Verhandlungslösung suchen, die unabhängig von nationalstaatlichen ökonomischen Interessen ist, die derzeit über diese Lobbykanäle so beeinflusst werden, dass, weil man eben die spanische Fangflotte schützen muss, man überhaupt nicht auf die Idee kommt, vielleicht mal die Hochseeflotte abzurüsten. Abrüsten wäre in der Frage der Übernutzung von Fischbeständen eigentlich die richtige Antwort. Und das kann man über solche Lösungen und so ein Commons-Prinzip hinkriegen. Also Trusts, die weg sind vom Nationalstaat, weg sind von den ökonomischen Interessen. Und alle, also auch die kleinen Fischer, auch die Verbraucher, auch die Umweltorganisationen mit an den Tisch holen, das zu besprechen. Und da kommt man auf die Idee, man muss ein paar Schiffe stilllegen. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Zum Ausschluss, die Machtfrage, ich weiß, zum ausschließenden Charakter des Privateigentums. Also ich bin ja da in den letzten Jahren zu der Erkenntnis gekommen, dass die Debatte über das Eigentum, die ich auch immer sehr engagiert mitgeführt habe, dass die nicht weit genug trägt, weil sie eben letztlich übersieht, dass man in eine Form unterschiedliche Inhalte einbinden kann. Also, ich sag's mal so, sehr, sehr zugespitzt. Eigentlich ist es mir wurscht, ob es eine GmbH, eine Genossenschaft, ein überhaupt nicht festgelegtes Eigentum oder sonst was ist, solange da drin die Commons-Prinzipien umgesetzt werden. Wir haben gerade eine Lösung gesehen, wo die Eigentumsrechte privatrechtlich und auch noch sozusagen als GmbH so festgelegt wird, aber das so gemacht ist, dass das Wohneigentum Gemeineigentum bleibt.
Und das finde ich, und wir haben gegenüber hier eine der größten Genossenschaftsbanken, die gerade der Meinung war, sie müsse das Ausschüttungsprinzip an alle ihre Genossenschaftler einführen. Also wenn man jetzt Genossenschaftler der GLS ist, sozusagen, kann man jetzt am Gewinn beteiligt werden. Aber man darf es auch wieder zurückspenden und so weiter. Also die Frage ist doch, welche Prinzipien sind gekoppelt an die jeweilige Eigentumsform, welche Handlungsweise und wie kriegen wir das hin, dass die Akzeptanz einer bestimmten Lösung, die überall anders ist, von den Nutzern tatsächlich hoch ist. Ich habe noch so viele Sachen gehabt, gerade zu der ersten Wortmeldung, doch, die fand ich noch, aber ich muss das mal abgeben, ich muss mir das mal wieder sortieren. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand ganz spannend auch den Beitrag von Nikolai zum Thema Empathie. Es ist halt wirklich schwierig, man könnte ja sagen, ich muss an mir arbeiten, ich muss empathischer werden. Es ist immer sinnvoll, aber es ist halt auch unglaublich schwierig und was mir sehr geholfen hat in diesem Bereich ist ich habe ein paar Semester Philosophie studiert und da war eben, haben wir ein bisschen in einem Kurs über Paradoxon gesprochen und eines davon war das Paradoxon des Gefangenendilemmas. Also das ist relativ simpel, ich will es jetzt nicht in aller Länge erklären, aber es ist relativ simpel. Person hat hat den maximalen Vorteil, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise handelt. Die Gruppe hat aber dafür relativ viele Nachteile. Und wenn alle ein bisschen auf ihren eigenen Vorteil verzichten würden, dann kann die Gruppe eben ihren eigenen Gesamtvorteil maximieren. Und das ist, glaube ich, so ein Prinzip. Ich versuche das seitdem auch so ein bisschen zu verbreiten und so mit der Hilfe dieser Geschichte so ein bisschen Awareness zu schaffen dafür. Und da, glaube ich, kann man vielleicht auch dran ansetzen, wenn man einfach sich überlegt, die Gesellschaft versucht, die basiert halt zu großen Teilen eben auf Anreizen. Und wenn man für ein bestimmtes Handeln nicht genug Anreize hat, aber eben selber feststellt, dass es für einen selber eben relativ viele Anreize bietet, dann kann man eben zum einen versuchen, den anderen Menschen ihre Anreizmöglichkeiten aufzuzeigen oder sie eben künstlich zu erhöhen. Also ich sag mal im Beispiel freie Software kann man zum einen eben versuchen, das Prinzip der freien Software oder die Vorteile des Prinzips der freien Software der Allgemeinheit eben näher zu bringen oder man fängt halt schon mal an und programmiert eben ein paar Programme, die dann ja automatisch auch dazu führen, dass die Leute auch die sozusagen die Vorteile auch stärker zur Kenntnis nehmen und dann eben auch stärker wahrnehmen. Das wäre so ein Punkt, wo man eben versuchen könnte, auch einzuhaken, weil sich selber einfach das Maß an Empathie zu erhöhen, ist, glaube ich, doch ein relativ schwieriger Ansatz, glaube ich. Einfach machen, das finde ich gut. Hier war die Frage, Commons für alles. Und ich weiß nicht, ob Silke mir da jetzt widersprechen wird, aber ich würde sagen, nein. Also, sie hat eben die WGs in den 70er, 80ern angesprochen. Es gab ja welche, bei denen man gar nichts selber hatte, nicht mal ein eigenes Bett, wo ich aber nie mitgemacht habe. Das war mir dann doch wichtig. Also, ich glaube, dass es auch eine Vielzahl an Organisationsformen geben sollte. Und auch, und das ist ja nun auch ein Kennzeichen der Commons-Debatte, für jedes Commons sozusagen muss man ja auch andere Regeln finden. Da ist ja, gibt ja kein One-Size-Fits-All. Dann hat Nikolai gesagt, wir müssen über ethische Prinzipien sprechen. Ja, ich meine, das ist der Kern des Ganzen. Aber gleichzeitig müssen wir die Welt verändern, denn beides geht nicht ohne einander. Diese alte Debatte, was war zuerst da, Henne oder Ei, ethische Idee oder philosophische Idee oder eben gesellschaftliche Veränderung, die ist fruchtlos, weil ich glaube, dass das ein Prozess ist, der sich gegenseitig befruchtet, aber wo eben ethische Ideen auch überhaupt nicht vernachlässigt werden dürfen, sondern im Gegenteil. Ich meine, das, was man nicht denken kann, das wird es auch nicht geben. Das heißt, wir müssen vordenken, was dann andere nach uns vielleicht auch, oder ich meine, die Zeiten sind schnell heutzutage, wir vielleicht selber noch verwirklichen können. Ilja hat Ostrom nicht gelesen, aber Karl Marx, auch nicht schlecht. Was
Ich meine, auch Eleanor Ostrom geht ja davon aus, dass bei der, also in ihren Regeln für die nachhaltige Nutzung der Commons, dass der Ausschluss beschränkt werden muss. Also keine Free Rider darf es geben, keine Freifahrer, die sich alle nur die Vorteile schnappen und nichts dafür bezahlen wollen. Und sie beschäftigt sich natürlich auch nur mit den lokalen Elementen, also jetzt nicht mit den globalen, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, nämlich Atmosphäre oder eben Meere. Also sie hat einen Nobelpreis bekommen und ich bin mir ziemlich sicher, in 10, 12, 15 Jahren werden andere Nobelpreise für Ökonomie vergeben werden an die Leute, die jetzt anfangen, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen und da ein paar Lösungen anzubieten. Also ich kann nur auffordern, wer Lust hat auf den Nobelpreis, sich jetzt auf dieses Thema zu stürzen. Dann war hier die Frage, ob das Netz gesichert ist. Nein, das ist natürlich nicht. Also wenn Sie wollen, dass niemand das lesen kann, was Sie schreiben, dann müssen Sie das gut verschlüsseln. Und der Staat müsse das sichern. Naja, also es gibt auch vieles, was man gar nicht möchte, dass der Staat das weiß. Also Sie müssen es auch sozusagen dem Staat gegenüber verschlüsseln. Das geht. Also es gibt sehr gute Software, die diese Verschlüsselung möglich macht. Vielleicht lassen sich das mal zeigen. Es geht. Geld, wichtigste Ressource. In unserer Enquete wird darüber nicht gesprochen. Und deshalb bin ich sehr dankbar für die Frage. Einer der wesentlichsten Treiber für Wachstum ist natürlich das Finanzsystem. Wir haben auch auf mein Betreiben hin, hatten wir einen Experten da, der darüber berichtet hat, aber ansonsten ist das überhaupt kein Thema. Und das ist natürlich das größte Thema von allen, nicht? Die Kommunisierung des Finanzsystems. Also da reden wir über die Revolution und deshalb sind wir ja auch hier. Vielen Dank. Also da hat ja jemand die Frage gestellt, das würde doch sozusagen unser gesamtes Wirtschaftssystem in Frage stellen. Aber da kann man doch sagen, wenn Wirtschaften doch eigentlich heißt Haushalten, ja, Haushalten mit dem Verfügbaren. Und wenn Wirtschaften in dem Sinne auch den Zweck haben sollte, die Bedürfnisse zu befriedigen, dann reden wir doch nicht über das Infragestellen unseres Wirtschaftssystems, sondern wir reden darum, Lösungen wieder stark zu machen, die genau das tun. Die haushalten mit dem Verfügbaren in der Kontrolle der Nutzer selbst und dabei sozusagen immer im Blick behalten, dass die Dinge auch immer anderen gehören. Da fällt mir noch ein, dass ich noch sagen wollte, das ist nicht so, dass die Commons niemandem gehören oder allen gehören. Es ist so, dass Commons nie jemandem alleine gehören. So, und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und wenn wir uns überlegen, wie das beispielsweise jetzt hier dargestellt wurde, kann nicht der Markt manchmal diese Fragen besser lösen und ist nicht Apple so beliebt, weil das einen Dienst sehr effizient anbietet. Und dann kommt gleich hinterher, weil Linux ist ja so kompliziert, da traut sich keiner dran. Da merke ich so, dass sozusagen die Bereitschaft, wirklich genau hinzugucken, relativ gering ist, weil also ich habe mich ja schon geoutet als absolut technikblind. Ich nutze Linux, ich nutze gar nichts anderes und ich brauche bei Windows, bei Apple und bei Linux jeweils Unterstützung, wenn ich ein Problem habe, aber bei Linux gibt es keine Probleme. Das ist so. Oder sie werden gelöst. Ich sage dann, ich habe ein Problem, der Community sagt, ich warte noch 3 Monate, dann haben die das irgendwie kollektiv programmiert. Ich meine, gibt es keine Probleme im Sinne von, das Problem ist so, dass ich dann umsteigen muss und mir wieder eine neue Lizenz und ein neues Programm und mich ständig upgraden muss, das gibt es da nicht. Es gibt nicht den Zwang, dass ich so handle, wie der Anbieter das will. Es gibt die Möglichkeit, dass ich so handle, wie ich das will. Und dieses, glaube ich, ist allen Menschen begreiflich zu machen. Ich glaube, dass sozusagen die Commons anschlussfähig sind in liberales Denken, in konservatives Denken, in sozialistische Denktraditionen, in anarchistische, in die hier sitzen und so weiter. Und das finde ich sozusagen die große Stärke, weil alle in der Lage sind, die Frage des Wirtschaftens eben wieder rückzubeziehen auf die Bedürfnisse und auch alle wissen, dass die Ressourcen, über die wir reden, die nicht einem alleine gehören. Ja, ein Lob der Gemeinheit.
dass darüber immer wieder neu verhandelt werden muss, dass es darüber keinen Verfügungsanspruch gibt. Aber ganz kurz nochmal, um kritisch gegenzubürsten, ins Wort fallen. Kommen Sie, die Scheitern war noch mein letztes Stichwort. Ich glaube, auch ein Punkt war ja von dir, dass es die Innovation voranbringt, sozusagen. Also, dass Konkurrenz dazu, dass Ideen, Entwürfe antreibt. Ja, was meinst du, wie viele Konkurrenz es in der freien Softwarebewegung gibt? Und wenn sie sich nicht mehr verstehen, da wird geforkt und da gibt es ein neues Projekt und so weiter und so weiter. Also ich erzähle ja immer gern dieses Beispiel, weil das eben jeder versteht, deswegen erzähle ich das immer gern mit der Wikipedia. Stellen Sie sich doch mal vor 20 Jahren wäre jemand gekommen und hätte gesagt, ich brauche Geld für die größte, beste, innovativste und in den meisten Sprachen der Welt zu veröffentlichende Enzyklopädie der Welt. $20.000, wäre das okay? Und dann kommt der Nächste und sagt, ich brauche Geld für die größte, beste, professionellste Enzyklopädie der Welt. Wie wäre es mit 2 Millionen Stadtkapital, weil da schreiben nur die besten Experten und wir brauchen natürlich eine ordentliche Infrastruktur und das ganze Kontrollsystem von oben nach unten, das muss alles solide durchfinanziert sein. Und im Übrigen, bis wir die ersten 200 Artikel haben, brauchen wir so etwa 44 Jahre, so ähnlich wie die Enquete-Kommission. Welchem Vorschlag hätten Sie getraut, hätten Sie sich vor 20 Jahren vorstellen können, dass es sowas wie die Wikipedia überhaupt gibt, in einer Welt, wo alle denken, Menschen arbeiten nur für Geld. Menschen arbeiten, und das finde ich so das Wichtigste, was im Kopf zu behalten ist. Es regt mich auf, wenn in der Debatte über das Urheberrecht nicht über Rechte geredet wird, sondern über Geld. Ja, ich sage immer, wir müssen die Rechte an dem, was wir tun, entkoppeln von der Frage, womit wir unser Geld verdienen. Sollen doch die ganzen Künstler eine Kampagne für die Verdopplung des Kulturbudgets machen? Das finde ich gut. Und die eine letzte Frage noch zu diesem Scheitern. Gibt es eine Analyse des Scheiterns der Commons? Tatsächlich war das der ursprüngliche Forschungsansatz von Ostrom. Also zu sagen, können wir uns nicht angucken, was gut geht und was schlecht geht und warum es gut geht und warum es schlecht geht. Und das hat sich als methodisch extrem herausfordernd erwiesen. Und man konnte nicht, also sie konnten nicht diese konkreten Faktoren isolieren, weil einfach die sozialen Verhältnisse sehr komplex sind. Und daraus ist sozusagen dieser Ansatz Designprinzipien und ein sehr ausgefeiltes Instrumentarium zur Analyse von Institutionen, Regeln und Normen herzustellen. Und da fällt mir ein, dass etwas, was mich in unserer täglichen Arbeit, in der entwicklungspolitischen Arbeit, in der Projektarbeit, wir müssen ja auch Projekte beantragen, wenn wir irgendwas tun wollen, immer aufregt, ist, dass diese ganze Denke, die Dinge müssen messbar sein, es muss Indikatoren geben, ihr müsst Deliverables abgeben und so weiter, dass das nur die Übertragung dessen ist, dass wir immer denken, Menschen müssen was Konkretes produzieren, was dann verwertbar ist. Und das ist nicht so. Ich fände es eine Revolution in der Entwicklungspolitik, in der Kulturarbeit, in der politischen Arbeit, in der umweltpolitischen Arbeit, wenn wir diese Liste von Ostrom und die Prinzipien des Commoning daneben legen. Und dann einfach nur noch gucken auf unser Handeln. Wie nah sind wir da dran? Das wäre besser und zielführender als jeder Indikator. Vielen Dank. Die Zeit wird jetzt knapp. Die Zeit wird knapp und wir haben draußen noch Wein und Brezeln. Die wollen wir auch noch zu uns nehmen. So, mir ist jetzt wichtig, dass wir noch diese Kärtchen hier, dass wir das nochmal vorlesen, was da uns geschickt wurde. Ich glaube, dass sich ein Teil der Fragen schon beantwortet hat und eventuell, wenn wir es jetzt nicht ganz beantworten können, das Buch kaufen. Oder... Also darf man es so ankündigen? Natürlich darf man es so ankündigen. Es ist auch frei verfügbar als Download. Ja? Das ist das Besondere an diesem Buch. Es ist tatsächlich frei verfügbar. Es ist aber auch nur dieses Hardcover, dieses gebundene Buch von, ich weiß nicht, fast 600 Seiten, ist aber auch, wie viel? 540 ist auch für nur 24,90 € oder 60,80 € für eine Bereitstellungspauschale, haben wir es genannt, zu kaufen. Also es lohnt sich in jedem Fall. So, ich lese jetzt mal hier noch diese Anmerkungen oder Fragen vor. Ich verstehe den Widerspruch von Commons, in Klammern Gemeinschaftsgütern, und dem Staat nicht so ganz. War oder ist der Staat nicht eine Organisationsform von Gemeinschaft? Naja, ist interessant. Von der gleichen Person, in einer Demokratie sind der Staat wir alle, könnte man auch sagen, dass Commons der Staat im Kleinen,
Commons sind der Staat im Kleinen eine Art Subsidiaritätsprinzip. Ist es eigentlich, ist auch von der gleichen Person, ich nehme an, das ist genau eine ähnliche Frage. Wollen wir darauf kurz noch eingehen? Vor 3 Jahren hatten wir hier die Debatte über die angebliche Staatsfeindlichkeit der Commons-Diskussion und ich glaube, so ist es nicht, sondern es ist die Desillusion der Commoners über das, was über den Staat, nicht nur jetzt, sondern eben, wie wir das auch nachlesen können, seit vielen Jahren eben durchgesetzt wird. Die Frage ist doch, kann man sozusagen sich den Staat wieder aneignen? So könnte man die Frage aus einer Commons-Perspektive stellen. Und ein Gedanke noch dazu, ich glaube zum Beispiel, dass für uns und für diese Ideen, die dann auch upscalen, ja, die ja nach oben wachsen, ich kenne keine Ressource, die nicht irgendwo lokal verortet ist und ich kenne auch keinen Menschen, der nicht irgendwo in der Stadt lebt. Wir alle sind ja nicht nur Staatsbürger von Deutschland, sondern wir leben in unseren Kommunen. Ich glaube, dass die kommunalpolitische Ebene sozusagen die erste Adresse für commonsorientierte Politik ist. Und es ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass ja mit der Piratenpartei, also man mag jetzt Gutes oder Böses über sie sagen, mit der Idee, wirklich basisdemokratisch eigentlich vorzugehen, mit dieser ständigen Rückkopplung mit der Basis, an die Basis, das ja eigentlich auch ein bisschen passiert. Also wenn die Kommunen und der Staat und so weiter, also es gab ja einen wahnsinnig flauschigen Dialog zwischen dem Regierungssprecher Seibert und der netzpolitischen Gemeinde da auf der Republika, ja, wie digital und so man sich jetzt orientiert. Wenn die sowas wie Liquid Feedback einführen, das fände ich grandios. Also ja. Vielleicht ganz kurz noch zu der Sache. Ich sehe jetzt auch keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen wir nehmen das Vehikel Staat oder das Vehikel Nationalstaat müsste es an der Stelle sein und versuchen etwas zu organisieren oder wir nehmen ein anderes Vehikel wie eine GmbH, eine Stiftung, eine Kommune oder so. Aber das Ding ist halt, wir leben halt in einem System, in dem sich Staaten halt für bestimmte Sachen eben besser eignen und für bestimmte andere Sachen eben schlechter eignen. Also ich glaube zum Beispiel, bleiben wir nochmal bei dem Bereich freie Software, wenn die Leute wirklich gesagt hätten, wir haben hier die Idee und wir gehen damit zur Regierung und schlagen denen das vor, dieses Prinzip freie Software irgendwie mal einzuführen und zu fördern und so, und da hätten die wahrscheinlich, würden wahrscheinlich heute noch warten. Das hätte sind ja Parteien und öffentliche Institutionen ohne freie Software im Haus sind ja eigentlich heutzutage undenkbar und dennoch gibt es sie. Nein, ich meine, es ging jetzt um die Frage, dass man sagt, wir haben hier uns ein Prinzip ausgedacht und wir wollen das jetzt irgendwie, dass es in die Realität umgesetzt wird. Da hätte sich das Vehikel Staat nicht für geeignet. Andererseits kann man ja jetzt auch sagen, dass die Idee, das Prinzip freie Software wurde eben sehr erfolgreich über durch eine Community organisierte Gemeinschaft eben auch in die Realität umgesetzt. Und es gibt es mittlerweile und es läuft auch ziemlich beeindruckend. Jetzt könnte man auch sagen, wir versuchen auch mal in der Kommune oder im Staat eben anzuklopfen und zu sagen, komm, mach doch mal ein bisschen Kulturförderung in dem Bereich, mach doch mal irgendwie, hier von Jens Best. Ja. Mal weiter hier, weil es wird jetzt wirklich eng, ich glaube auch, dass die meisten, es wird irgendwie ein bisschen heiß hier drin. So, auch wieder die gleiche Person, 2 Anmerkungen oder Fragen. Wie sehen die Diskutanten das Verhältnis der Commons zum Markt bzw. zur Marktwirtschaft? Ich glaube, das haben wir besprochen, die kam ja auch irgendwie im Laufe der Diskussion zu uns schon. Wird der Commons-Diskurs nicht vereinnahmt von hegemonialen Entwicklungsdiskursen im Sinne des globalisierten Kapitals? Die Frage kann man nur mit Ja beantworten. Mhm. Und dagegen muss man sich wehren. Gut. Ist so, also die NATO hat ein Strategieprojekt gerade aufgelegt, das Commons im Namen trägt. Die Weltbank redet von den Commons, aber man muss eben auch sehr deutlich machen, dass das andere Commons sind, als die, über die wir reden. So, ja, noch ein paar Worte von dir. Okay, eigentlich nur, also das ist ja hier Old School, nicht? So ein fettes Ding, mit dem man jemanden erschlagen kann. Also ich kann nur wirklich anregen, das zu lesen. Also Silke Helfrich hat ein wunderbares Ding hier zusammengesetzt, 90 Autorinnen und Autoren,
Also ein unmögliches Buch. Ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank dafür, dass diese Debatte dadurch angeschoben wird. Und ich bin dabei, wenn es darum geht, diese Gedanken weiterzuentwickeln. Gut, aber wir brauchen euch. Genau. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Ja, also wir lösen es jetzt auf. Hier sollte eigentlich noch ein wunderschöner Spruch stehen am Ende, der Abenteuerlust vielleicht macht und Mut. Die Zukunft ist kein Ort, auf den wir zugehen, sondern einer, den wir erst erschaffen. Die Pfade dorthin werden nicht gefunden, sondern gemacht. Und dieses Machen verändert den Macher nicht weniger, denn das Ziel. Als Souvenir für zu Hause. Und jetzt Wein und Brezeln. Applaus